Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu A Bavarian Tale, totgeschwiegen. Ein Krimi, ein Abenteuer-Krimi, was in Bayern spielt im Jahre 1866 oder so. Und wir stürzen uns mal direkt rein. Ich glaube, es wird sehr spannend und es soll vor allem auch sehr lustig sein. Hinein ins Spiel und direkt mal Spiel neu starten. Los geht's. Schmidt, Sie reisen bitte schon unverzüglich nach, wie heißt es gleich, Niederwolpertshofen. Ich weiß selbst nicht genau, wo das ist. Irgendwo auf dem Land eben. Transfer und Logis sind bereits organisiert. Untergebracht sind sie im Wirtshaus. Das ist scheinbar in der Nähe der Kirche. In diesen kleinen Ortschaften ist am Ende doch alles in der Nähe der Kirche. Finden Sie die, finden Sie auch den Rest. Jedenfalls ist Herr Griesbacher, der dortige Bürgermeister, informiert. An sich ergänzen sie lediglich die lückenhaften Physikatsberichte vom Kollegen Drexler. Sie laufen im Ort herum und fragen die Leute nach ihren Verhältnissen. Und das notieren und berichten sie. Und zwar zügig und vor allem vollständig. Sie brauchen sich nicht zurück in die Stadt trauen, solange nicht jede Einzelheit zu den Menschen in diesem Ort erfasst ist. Und dass mir ja keine Beschwerden kommen, Schmidt. Ich verlasse mich auf Sie. Gezeichnet Haller. Okay, das fängt schon mal lustig an. Ich dachte erst, das geht vielleicht so weiter, aber geht's gar nicht. Ey, ich will hier sofort... Geht nicht. Also Montag, der 10. September 1866. Wir haben eine neue Aufgabe, die Ankunft im Ort. Ich habe den Auftrag, die Physikatsberichte für Wolpertshofen zu ergänzen. Ich kann auf keinen Fall mit leeren Händen zurück nach München. Ich sollte dem Weg folgen. Er sollte mich direkt nach Wolpertshofen bringen. Okay, das machen wir. Na, okay. Können wir springen? Nö. Ah, da ist die Kirche. Und das muss Wolpertshofen sein. Ist ja auch unten im Kompass ein W für Wolpertshofen. Ha, 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 ein erster Einwohner. Guten Tag. Ein Junge steht am Wegesrand und schaut sich um. Grüß Gott, Junger. Was, der Junge schaut zu dir auf. Sag einmal, was machst du denn alleine hier draußen im Wald? Isa Schwammerl? Das sind Pilze. Dies kann ans laut sagen. Musst du nicht daheim sein? Man muss es auf Bayerisch machen, ne? Sorg um mor. Musst du net. Du hom sen? Hom. Ah, da ist auch nicht viel besser. Da bleib ich lieber draußen. Da findet man immer wieder Sachen, die man sich nicht erklären kann. Ah. Vorhin zum Beispiel. Da hab ich beim guten Sebastian auf dem Hof gesehen, wie ein Vogel einen Wurm aus dem Boden gezogen hat. Und wissen's, was ich mir da gedacht hab? Nein. Ich hab mich gefragt, warum's jetzt genau den Wurm erwischt hat. Ja. Wer entscheidet es denn? Der Wurm war einfach zu dumm und hat mit dem Leben bezahlt. Ich frag mich, ob ich darauf jemals eine gute Antwort krieg. Das war doch eine gute Antwort. Aber jetzt suche ich gerade keine Antwort. Jetzt suche ich leckere Schwammerl. So wie die von der Mama immer gewesen sind. Oh, ist die Mama nicht mehr im Leben? Ah, aber Schwammerlsucher. Gibt ja Leute, die sagen, dass die geheime Kräfte haben. Also, die Schwammerl, nicht die Leute. Ich glaub, 10 Schwammerl sind ein guter Anfang. Ach, und hören Sie nur. Wenn Sie den Vater sehen, sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich da bin. Ich will nicht schon wieder Erwatschen kassieren. Sagen Sie doch mal her, die Burschen. Nee, das reicht noch nicht. Tschüss, ich muss Schwammerln. Schwammerln suchen. Okay, Schwammerln sind Pilze. Oh, eins, zwei Schwammerl gesucht. Ja, was ist das denn? Das ist eine Brezel. Oh, ich will ja kein Brezel, ich will ja Schwammerln. Huch, was habe ich jetzt getan? Das Tor ist verschlossen. Was ist denn hier eigentlich Gruseliges geschehen? Ich dachte, das wäre ein Krimi. Hier ist auch wieder eine Kette davor angebracht. Okay, wir wollen wieder weiter in die Stadt hinein. Vielleicht finden wir auf dem Wege etwas Schwammerliges. Das wäre natürlich fantastisch. Aber erstmal weiter hinein. Da sehe ich doch schon zwei ältere Herren. Ja, grüß Gott. Ich bin's. An der Stelle, an der der Weg über eine Brücke in den Ort hineinführt, stehen zwei Männer an einem Feuerkorb. Guten Tag. Grüß Gott. Ich grüß dich. Sei.
Au, wie zwick. Meinst du, das ist er? Hä? Na, das glaube ich nicht. So schaut doch kein Räuber aus. Woher willst du das auf einmal wissen? Hast du den schon mal gesehen, den Pasqualini? Kommt der zum Karteln zu dir oder was? Lieber einmal vorsichtig, als einmal leichtsinnig. Na, ich würfel lieber als zu karteln. Würfel habe ich immer da. Jetzt hör auf mit deinen blöden Würfel. Dauernd liegst mir damit in die Ohren. Magst er mir jetzt damit auch noch auf die Nerven gehen? Würfeln da die immer und mit jedem. Sollen wir eine Partie? Ich würfel. Keine Angst, die sind schnell erklärt. Na gut, aber nur eine Runde. Das ist recht einfach. Sie müssen nur einen höheren Wert würfeln als die Schwierigkeit. Aber probieren es halt einmal. An Rest erkläre ich im Spiel. Okay, ich würfel. Sixties, geht doch. Und wenn sie ein schlechteres Ergebnis beim Würfeln haben, können sie das mit der entsprechenden Fertigkeit ausgleichen. Aber wenn einer die Fertigkeitspunkte ausgehen, haben sie halt verloren. Ah. Pech. Ah, jetzt verstehe ich. Aber da sollte ja easy drüber kommen. Weil da komme ich doch nie im Leben drüber. Das habe ich verloren. Ich werf doch keine. Ich habe noch. Also ich muss mindestens eine 16. Das ist unmöglich. Verloren. Jetzt langt's aber mit dem Schmarrn. Wir sind im Dienst. Was wollen's denn überhaupt? Ich bin auch im Dienst. Mein Name ist Schmidt. Ich wurde vom Ministerium in der Stadt geschickt, um hier einen Bericht zu erstellen. Na, das geht jetzt nicht. Corner kommt hinein oder raus. Ah, du nicht. Das ist eine Anweisung vom Bürgermeister Griesbacher. Aber... Hört man schlecht bei euch in der Stadt. Das geht halt nicht. Kimmst halt woanders wieder. Da kann man jetzt nichts machen. Sie sind aber echt übelhaft. Ah, Bertel. Er sagt, er ist gar kein Räuber. Jetzt sei Start. Welcher normale Mensch leicht denn so im Wald umeinander? Wir wissen ja nichts über den. Kimmt er einfach so daherstrawanzt? Wir kennen den beide nicht und darum kimmt er da auch nicht rein. Und gewürfelt wird er auch nicht mehr. So ein Schmarrn. Geh mir nicht auf den Senkel. Mach einen Schuh. Oh. Okay, da, ich bin nochmal, ich bin's wieder. Okay, dann habe ich jetzt leider die falsche Antwort ausgewählt. Dann rolle ich dieses Fass hier einfach weg. Ach, geht nicht. Das spielt im Joa. Oh, das sind Schwammerln. Hier. Richtig geil. Und Binsenkraut. Das habe ich mir schon immer mal gewünscht. So, was habe ich jetzt im Inventory? Also, ich habe Steinpilze. 2. Und habe ich nicht hier gerade irgendwas? Ah, okay, der Junge. Ja, verstehe. Ich hätte aber auch durchgehen können. Physikatsberichte. Max der Zweite sah sich nach seinem Amtsantritt im Jahre 1848 direkt mit den Missständen seines Landes konfrontiert und versuchte, diese zu beheben. Insbesondere das Voranschreiten der industriellen Revolution mit dem damit einhergehenden Wandel des Agrarstaates Bayern zu einem Industriestaat führte dazu, dass die ökonomischen und sozialen Aspekte ihr Leben der bayerischen Bevölkerung in Schieflage gerieten. Auf Grundlage von Erhebungen sollten dann Maßnahmen und Reformen getroffen werden, denen der Monarch, welcher die Sorgen und Wünsche der eigenen Untertanen kennt, kann dieses entsprechend regieren. Was? Das war falsch. Die Physikatsberichte, der Name stammt von der alten Bezeichnung Physicus für Ärzte, wurde im April 1858 angeordnet und diente zur Beschreibung der medizinischen, topografischen sowie ethnografischen Umstände in allen Gebieten des bayerischen Staates. So wurden zum Beispiel Dinge wie die geografische Lage, Witterungsbedingungen zu den diversen Jahreszeiten, geografische Besonderheiten, Agrarstruktur, Bildungsstand des Volkes, Verhältnisse der Geschlechter, Demografie, Sozialverhältnisse, Wohnverhältnisse, konfessionelle Orientierung, Kleidungsstile und so weiter erhoben. Kleidungsstile? Anzumerken ist dabei, dass die Qualität der jeweiligen Berichte auch maßgeblich von den individuellen Ansprüchen und Ambitionen des jeweiligen Beamten abhängt und damit nur punktuelle Aussagen, welche keine Allgemeingültigkeit für den gesamten Staat hatten, getroffen werden konnten. Eine authentische Darstellung des Alltagslebens in Bayern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist somit nicht möglich. Okay, okay, ich verstehe. Also es gibt nicht genug, niemand weiß genug über Bayern. Man kann das nicht mit Sicherheit sagen, ob das wirklich so gewesen ist. Ich muss Schwammerln suchen. Das eifrige Kind hat mir gesagt, suchen Sie Schwammerln, dann kommen Sie zurück und dann können wir gemeinsam was Leckeres kochen. Oh, ich kann eine Laterne bauen.
Geht aber nicht. So, hier, Kind. Warte, ich kann ja erstmal Schwammerl suchen. Vielleicht kann ich ja zwei Quests mit einer Klappe schlagen. Hier gibt es doch ohne Ende Schwammerl. Das ist doch Schwammerlgebiet. Das kenne ich doch. Leicht hügelig. Das mögen die Schwammerln. Und da wuchern die so richtig stark. Ich drücke einfach die ganze Zeit E. Wie viel Schwammerls habe ich jetzt? Noch nicht genug. Das gibt's doch nicht. Das ist hier doch Schwammerlgebiet. Oh, wer ist da unten? Hallo! Da, was ist das? Oh, ein Beutel. Vor dir liegt ein alter, ranziger Beutel. Als du ihn dir anschaust, entdeckst du einen Brief und etwas Geld. Okay. Das nehme ich gerne mit. Und welchen Brief habe ich jetzt entdeckt? Räuberbrief. Brief der Räuber. Ja, ich will das lesen. Lesen. Meine, wenn du wirklich Teil der Bande sein willst, dann musst du folgenden Auftrag erledigen. Im Ort gibt es den Viehhof und wir brauchen dringend was zu futtern. Du musst einen der Kühe stehlen. Wenn es Stress gibt, dann zieh demjenigen einen mit dem Knüppel über. Zeige keine Kompromisse. Mir wäre es lieber, wenn du von denen einer umkippt, als von uns. Weißt du, wir brauchen jeden Mann. Im Beutel ist noch etwas Geld. Im Notfall sagst du, dass du dich beim Waldspaziergang verlaufen hast und jetzt erstmal im Wirtshof saufen musst auf den Schock. Das klingt wie ein brillanter Plan. Die Räuber sind klug und durchtrieben. Ich muss mich in Acht nehmen. Aber wir haben Gold gefunden. Das ist ja fantastisch. So, ist hier noch irgendwas? Ich brauche Schwammerls. Ich habe nicht genug. 10 Stück. Wie viel haben wir denn jetzt? 3? Ach, das andere waren Fliegenpilze. Ach du meine Güte. Ja, egal, dann fragen wir mal dieses junge Bauerntalent, ob er nicht noch einen geheimen Pfad ins Innere des Dorfes kennt. Hi! Hallo, Junge. Mit einem ganz starken Ablenkungsmanöver. Und dann heimlich vorbeischleichen. Schleicher. Oh ja, die Pascolinis. Die Band treibt so manchen im Ort braune Flicken in Hosen. Verstehen's? Nee. Da folgt mir ein, dass ich vor kurzem einen Zettel gefunden hab, auf dem der Pascolini zum Sängen war. Der ist da noch irgendwo. Da stehen bestimmt einige Informationen drauf, die man nutzen kann. Gerne. Ich bin gerade aber nimmer sicher, wo der ist. Schauen's erna mal bittchen um. Aber schauen's erna sehr genau um. Verstehen's? Sehr genau. Als ich den das letzte Mal gesehen hab, da stand ich da drüben beim Fassel. Mehr weiß ich aber auch nimmer. Stehen's erna da mal hin. Vielleicht haben's Glück und finden den. Wenn's ihn finden, dann bringen sie ihn mir bitte. Als kleines Dankeschön kriegst von mir erst einmal 3 Brezen. Die sind lecker und helfen bestimmt beim Suchen. Ich bin, also, dass ich jetzt für den hier Aufgaben erledigen muss? Zwang's doch mal her, die Burschen. Das ist noch nicht genug. Okay, also jetzt bei diesem Fass hier oder was? Hier soll's irgendwo Stecker. Stecker. F. Pass auf Farben und Kreisch auf. Hörst du's? Da war doch was. Dies ist zwar nicht der Steckbrief, aber Schwammerl sind immer gut. Okay. Dies war nix. Hat nur Konzentration gekost. Oh, das wusste ich nicht. Aber hier sind richtig harte Schwammerl unterwegs. Okay, das ist ja Hammer. Warte mal, was ist das denn? Stein. Pass auf Farben und Kreisch auf. Was? Hier ist was. Oh, da. Super! Ah! Da ist ja der Steckbrief. Okay. Das war jetzt echt relativ plump. Was ist hier noch? Schwammerls? Okay, erstmal hier. Warte, mein eifriger junger Bauernjunge. Hallo, Junge. Ja, super. Dann schauen Sie mal auf den Zettel. Da findet man mit Sicherheit was, das man nutzen kann, um die Wachen zu vertreiben. Das mache ich. Okay, also wir lesen mal diesen Brief. Der ist im Briefbereich und da. Hier. Lesen. Oh, gesucht wird Räuber Johann Pascolini mit seiner Bande. Dem Gesuchten liegen mehrere Verbrechen zur Last, darunter Viehdiebstahl, Untreue, Einbruch und Triebbetrügerei. Er entkam der Inhaftierung und ist auf der Flucht. Der Gesuchte ist von großer Statur, dünn und mit hoher Stirn. Ich fahr immer mit dem Finger über die Zeilen.
dann ist einfacher. Entschuldigen Sie bitte. Da war doch was. Was? Wo? Wo war was? Entschuldigen Sie, ich habe nichts gesehen. Was ist Ihnen aufgefallen? Sprechen Sie doch. Sind das die Schwammels? Was, am Bald? Ach, ach so, man muss... Ah, okay. Man muss halt... Wenn du dich nimmer konzentrieren kannst, ist er Brezen. Ah, eine Brezel gibt mir richtig viel. So, lesen. Und jetzt? Da war doch was. Das war's, oder wie? Jetzt läuten die Glocken. Okay, noch Informationen? Weitere Sachen noch? Hier, bei dir? Hallo? Ah ja. Perfekt. Da hab ich direkt eine Idee. Ich kann die Wachen vorspulen, dass die Pascolinis einer überfallen wollen. Dann laufen die zwar bestimmt davon und sie können ungesehen in den Ort schleichen. Dazu müssen sie mir aber ein paar Sachen bringen. Ja. Ich bin zu allem bereit. Ich glaube, dass sie mit ein paar Stecker zurechtkommen. 4 Stecker waren gut. Man kannst du auch irgendwas alleine? Du stehst doch hier eh noch rum. Einfach. Ich brauch nämlich schöne Stecker. Die müssen schon was ausholen. Nicht so windige Zweigerl. An der Mui finden sie bestimmt ein schönes Heiz. Die müssen heute aufpassen, dass die Wachen sie nicht erwischen. Da drüben geht ein Weg rein. Ich hab da einen Schlüssel für das Tor. Den hat der Müller wohl gestecken lassen. Dann hab ich ihn eingesteckt. Ja, der Müller ist... Unten am Wasser führt ein Pfad lang, an dem viele Buschen wachsen mit schönen Blätten. Da kann man sie super verstecken. Da sandeln auch überall so Was? Burschen rum. Da sandeln... Einer von denen ist echt ein zacher Hund. Der haut einer mit einem Schlag zurück in die Stadt. Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen werden. Oder ob. Okay, das haben wir sehr gut. Stark, okay. Jetzt wollen wir noch ein bisschen schwammeln. Aber erstmal gehen wir zur Mühle. Das ist hier die Mühle und da sollen wir Holz sammeln. Jetzt müssen wir aber einfach unauffällig so... Oh, da ist noch Schwammels. Nein, nicht... Ach, hör auf. Ich will aus dem Schwammerlgebiet raus. So. Ja, geil. Warte, welches Tor jetzt? Da darf ich ja nicht. Entschuldigen Sie bitte, ich bin nur ganz kurz... Dann war das wahrscheinlich das, was ich da oben gesehen hatte, ne? Oh, belauschen? Also wie kann ich denn lauschen? Muss ich von der anderen Seite in das Gebüsch rein oder was? Vielleicht von der anderen Seite. So. Da gab es noch ein Tor, das haben wir eben schon gesehen. Das war da. Warte mal, das ist das. Kann man das nicht. Oh, Eisendraht. Und noch ein Pilz. Wie viel Schwammals haben wir? 7. Ja. Ah, okay, guck mal hier. Informationen über alle möglichen. Ah, okay. Wir haben richtig viele Informationen bereits gesammelt. Und wir kommen hinter das Tor. Wir nutzen den Schlüssel des Jungen. Gehen Sie durch. Öffnen das Tor. Ihr habt den Schlüssel entdeckt. Was sind das für Geräusche? Geht das auch? Ah, ja, fällig. Ja, das ist ein Werk hier. Da. Das nehmen wir uns. Das ist Holz. Stark. In dem Gebüsch mit den weißen Blüten kann ich mich verstecken.
Okay, erst die Kampfhaltung. Wie verstecke ich mich? Eine Laterne. Nein, Laterne. Ah, okay, so ducke ich mich. Oh, okay, warte. Der darf mich nicht sehen, oder was? Und wenn er mich sieht, dann gibt es Schläge, oder wie? Ich weiß nicht, warum ich mich vor dem verstecke, aber mein Gefühl ist, ich muss es. Ich muss mich an dem vorbeischleichen. Hahaha, es hat geklappt. Ich weiß nicht, ob das nötig war, aber... Da. Ey, das... Nee, 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 hier war doch was. Ich musste Brezeln essen. Brezeln. Essen. Da war doch gerade was. Nee. Okay, wir suchen weiter. Oh, ich kann hier in den Stall rein vielleicht. Was mopsen. Nee. Da ist was da oben. Stark. Was denn? Schwammerlspieß? Oh, Schwammerlspieß. Und was haben wir hier? Ein Boot, das können wir nur zur Flucht nutzen. Das merken wir uns. Hier muss es doch noch mehr Holz geben. Gesperrt, so ein Mist. Da sehe ich was. Ja, sehr gut. Noch ein Stock. Was Schwammals? Das sind die Steine. Ach was. Ist das ein Shortcut jetzt? Das hoffe ich doch sehr. Da ist noch eine Köstlichkeit. Zack. Yes, jetzt haben wir alles. Guck mal, hier kann ich drüber. Das heißt, ich muss gleich nicht mehr an dem bösen Müller vorbei. Oh, was ist das? Fliegenpilz. Buch Schwammhals. Sind hier noch welche? Die habe ich aber auch, glaube ich, schon ganz gut gesucht. Hier war ich doch wohin. Ah, warte, hier. Da, was ist da? Noch ein Stock. Aber ich habe doch schon voll viele. Was? Nochmal? Links. Da. Okay, ich habe wirklich genug. Drei hat er gesagt. Drei haben wir schon längst. Wieder überperformt, ne? Hey, kleiner junger Bauerntölpel, hier. Hallo, Junge, ich habe Stöcke. Ja, super. Dann können wir basteln. Ich zeig Ihnen einfach mal, wie ich das mache. Dat. Was? Ich hab einen Plan für Sie zeichnet. Den steck ganz besser gleich ein. Erst erkläre ich Ihnen das und dann schauen Sie ihn in Ruhe an. Okay. Sag's Bescheid, wenn Sie den Plan verstanden haben. Ich knabber dabei meine Schwammerl. Ich muss lernen, um die Puppe zu bauen. Drücke das Inventar zu öffnen, wenn du einen Plan auswählen kannst. Per Mausklick, was? Lernen. So, Plan. Bauanleitung, Puppe. Rezept lernen. Bam. Rezept gelernt. Junge, ich hab's gelernt. So, was jetzt? Oh, ich kann erstmal leveln. Oh, was ist das? Das ist hier ein richtiges Rollenspiel. Erstmal rede ich mit dem freundlichen jungen Knaben. Da. Wunderbar. Was Sie jetzt brauchen, ist ein Arbeitsplatz. Das Fassel hinter mir tut's bestimmt.
Fasseln. Versuchen's doch mal, dort a Puppen zu basteln. A Puppen. Aber nicht so a windige kleine Handpuppen, sondern einen ordentlichen Pascolini. Das mache ich. Geben's mir die Puppen, wenn's fertig ist. Die Puppen. Okay, ja, ich gehe mal hier ran und dann baue ich mal eine Puppen. Ah. Herstellen. Puppe hinzugefügt. Jetzt muss ich dir im Balk die Puppe geben. Hey, du willst doch nur, dass ich dir einen Spielzeug baue, oder? Hallo Junge, ich habe die Puppe gebastelt. Um Gottes Willen. Beinahe hab ich gedacht, sie hätten beim Basteln am Pascolini da schlagen und angeschleppt. Wir warten jetzt bis die Sonne untergeht. Also, dann legen wir los. In der Zwischenzeit putze ich uns nur ein paar Schwammerl. Ich habe auch... Oh. Okay, das dauert. Ja, das dauert. Es ist dunkel. So, endlich ist soweit. Passen's auf, ich erkläre Ihnen nun mal unseren Plan. Sie laffen zu den Wachen und überzeugen's davor, dass der Pascolini und seine Bande grad einen Überfall vorbereiten und gleich da sind. Wenn sie die zwei Muhackel dann richtig fürchten, kommen wir mit der Puppen aus dem Gebüsch. Unser Geheimwort ist Mama. Wenn ich das her, leg ich los. Da zieht's die zwei Hirndappigen sicher die Unterhosen aus, das sag ich Erna. Dann hauen die hoffentlich gleich ab. Und sie können zur Brücken gehen und das Fassel wegrollen. Und dann können's... Was wollen sie eigentlich? Wo müssen sie denn hin? Ich muss zum Wirtshaus von die Frau Gschwendner. Da! Ah! Frau Gschwendner, nicht Gschwendner. Was? Das ist ganz einfach. Sie gängen auf dem Hauptweg durch den Ort. Da sehen sie das Wirtshaus gleich. Davor stehen aber Bierbänk und da brennt eigentlich immer ein Licht. Ein Wirtshaus halt. Halt. Bonk. Aber sonst ja vorsichtig. Auch im Ort laufen überall die Wachen umeinander. Wie viele Wachen gibt's in diesem Ort? Keine Ursache. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Was schön, sie kennengelernt zum haben. Zum haben. Und bitte verzeihen Sie weder am Vater noch die Wachen, dass Sie mich gesehen haben. Sonst sind die Pascolinis mein geringstes Problem, das kann ich Ihnen sagen. Zwang's doch mal her, die Burschen. Oh, Mist, ey. Ich will doch genug, ich will dem Jungen doch seine Schwammerls geben. Wie viel habe ich denn jetzt? Das ist das Wichtigste jetzt für mich. Ich habe 7 Schwammerls. Ey, wer weiß, ob ich den jemals wiedersehe. Was mit der Laterne? Laterne leer, Lampenöl habe ich. Brauche eine leere Laterne. Die kann man doch irgendwo klauen. Ah, Schwammerls. Yes. Ach, ich suche noch mal eben die Schwammerls. Da habe ich Glück. Ich will die Quest ja... Ah. Was auch immer das ist. Das ist auch ein Schwammerl. Vielleicht sind die jetzt auch wieder aufgefüllt worden, die Schwammerlreste. Wie sagt man? Orte. Spawn. Oh, noch ein Schwammerl. Dann haben wir's. Ja, jetzt, oder? Jetzt, warte, jetzt haben wir 10. Yes! Yeah, Junge! Ihr habt die Schwammerl gefunden! Ja, schau her! Zwang's doch mal her, die Burschen! Hier, schau! Toll! Echte Prachtschwammerl! Und wissen's, was das Beste ist? Nee. Schwammerl sind so... Na, was auch nicht. Wenn ich Schwammerl ist, fühl ich mich immer gleich besser. Probieren Sie es später doch auch einmal. Und was Sie auch einmal probieren sollten... Einmal! ...ist das Schwammelragout von der Kathi im Wirtshaus. Oh, die Kathi. Das schmeckt, sag ich Ihnen. Da werden's staunen. Stark. Ey, wir haben es geschafft. 10 Erfahrungspunkte. Hammer. Jetzt könnte ich leveln. Ich weiß aber nicht, was die Level mir bringen. Deswegen warte ich nochmal mit dem Leveln. Irgendwann wird ja sicherlich eine Situation kommen. Hallo, ich bin's. Guten Tag. Äh,
Argumente, 1 von 3, was? Bertel, hat der jetzt Pasqualini gesagt? Hab ich das... Nein, ich hab den Jungen verraten! Hey, du Bazzi! Dir können frei die Oberschlange zogen! Du kannst frei froh sein, wenn dir der Gankerl vor uns erwischt. Das wäre dem auch nicht helfen. Oh, das wollte ich nicht! Ich hab mich verklickt! Oh! Es tut mir leid! Das Junge, es tut mir leid! Oh no! Ja, das gibt doch Watschen! Oh, das mag ich nicht! Das war nicht. Oh, jetzt muss ich ja auch noch wie so ein. Kann ich den K.O. hauen oder was? Wache unbemerkt ausschalten? Ich muss tatsächlich jetzt schon. Jetzt werde ich hier noch zum Täter oder was? Alter Schwede, was bin ich denn jetzt für ein Räuber? Welche Lampe kann ich ausschalten? Diese Lampe kann ich auch nicht ausschalten. Ich habe einfach mal den armen Jungen verraten, ey. Da geht's mir jetzt richtig schlecht mit gerade. Ah, ich könnte... Achso, wenn ich jetzt Geschick level... Okay, verstehe. Verstehe. Aber ich komme ja auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ich check's jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Ich check das Spiel gerade überhaupt nicht. Muss man immer abwechselnd weniger, mehr, weniger oder was ist das? Also 18 muss ich weniger, 5 muss ich mehr, 17 muss ich weniger oder was? Du musst... Ach, Schwierigkeit. Ach, jetzt check ich das. Okay, die 5. Ich muss immer mehr als 5 haben oder gleich 5. Und wenn ich quasi eine 6 habe, kann ich... Oder eine 4 habe, muss ich ausgleichen mit... Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Wow. Alles rausgeräubert. Ey, wir sind einfach Diebe. Wir sind einfach knallhart. Wir sind einfach Diebe. Und ich werde nicht entdeckt bei meinem nächtlichen... Ich räume einfach das ganze Lager leer hier. Das ist der ganze Marktplatz. Gib mir alles. Ich klaue mir einfach alles. Das ist mir doch egal. Ich komme von der Stadt. Ich wurde beauftragt mit irgendwas Wichtigem. Ich werde dem Jungen als Wiedergutmachung ein paar Schwammerls anbieten. Der ist ja so verfressen, da kann er nicht Nein sagen. So, was lag jetzt hier noch? Eine Rose gebe ich ihm auch. Kiste öffnen. Ach, ich wollte mein Geschick leveln. Ach, das ist dieselbe Kiste. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles. Was ist da? Ist da noch irgendwie eine Tür oder so? Ich glaube, in die Türen kann man nicht einfach so rein, ne? Nee. Oh, da sehe ich doch schon wieder da hinten, sehe ich irgendwelche Umtriebigen. Da. Oh. Oh, da ist noch ein Schwammhals. Den könnte ich auch... Da war was, hab ich genug gesehen. Diese schlechte Musik. Jetzt sucht er noch, okay, pass auf. Jetzt muss ich erstmal hier, jetzt wenn der Balken, jetzt ist der Balken weg, jetzt kann ich ihn unbemerkt ausschalten. Oh nein, jetzt dreht sich gleich schnell schlagartig um. Ich will seine Laterne haben. Uff, oh, mir geht die Luft aus, so ein und aus. Lampen ist aus. Stock. Ich bin jetzt offiziell einfach ein Täter. Mir ist es total egal. Ich komme aus der Stadt. Dieses Dorfgesindel hier, wenn die nicht mitmachen wollen. Oh, ich gehe mal schnell über die Straße. In den Busch hinein. Ich schalte einfach alles aus. Inklusive der Lampen.
So, mein Freund. Ich komm aus dem Gespüsch geschlichen. Und ich hau die um. Mein Freund. Oh Gott, ist das spannend. Dreh die nicht um, dreh die nicht um. Ich hab's gesagt. Oh, gut. Okay, jetzt schlafen da alle. Lampen ausknipsen. Okay, so jetzt gucken wir uns mal hier in Ruhe um. Ich denke, wir sind hier relativ... Hier ist die neue Wanderroute. Oh, jetzt muss ich irgendwas drücken. Ich will noch nicht weg. Hier bleiben. Okay, damit kann ich in ein anderes Gebiet. Ich will erstmal hier alles looten und alles mitnehmen, was wir hier gesehen haben. Hier ist erstmal eine Abonkal. Da ist noch ein Stockerl. Nö. Wir wollen nicht, dass die Nacht schon endet. Wir wollen noch erstmal hier alles looten. Schubpflegeset. Oder war noch ein Stock? Den habe ich schon mitgenommen. Gut. Was haben wir hier noch? Hier waren wir überall auf der Seite, da haben wir gelootet. Dann, da hinten sind irgendwelche Körbe, sind das Bienenkörbe oder was ist das? Ich glaube, das sind Bienenkörbe, aber ich nehme mal Schwammerl mit. So, ich hol die wat. Dann, da oben geht's zur Kirche, aber nicht ohne meine Schwammerls. So, da gucken wir mal. Vielleicht könnten wir jetzt erstmal unsere Sünden irgendwie. Ah ja, Wirtshaus. Stimmt, ich muss jetzt zum Wirtshaus. Das war ja der Grundgedanke. Aber bevor ich. Oh, hier ist die Arztpraxis, okay. Hier. Komme ich hier durch? Ist abgesperrt. Bin nicht in der Lage, diesen Zaun zu erklimmen. Werkbank. Warte mal, habe ich jetzt nicht die Laternen eigentlich auch gemobst? Wieso habe ich denn dem nicht die Laternen gemobst? Dem Typ, den ich da... Ich habe drei Leute habe ich hier irgendwie erledigt. Oh. Aber durftet ihr nicht die Laternen wegnehmen? Das ist natürlich... Quatsch. So, wir wollen zum Wirtshausel. Hier ist die Schule. Ah, okay. Ja, das ist wichtig. Hier kommen wir nicht runter. Oh, das ist eine Kiste. Das sind die ganzen Gegenstände. Oh, Schwierigkeit 14. Nee, das will ich nicht. Kann man das nicht über... Ey! Ich möchte das schaffen. Das ist nicht zu schaffen. Das ist nicht schaffbar. Oh, krass. Oh shit, das war's. Verlassen. Weggehen. Kann ich es nochmal probieren? Erstmal kann ich jetzt ein bisschen leveln hier. Physisch Geschick. Geil. Ich kann zwei Sachen. Was ist Ausstrahlung, Empathie, Bauchgefühl, Scharfsinn? Wendigkeit, Physis. Okay, was ist... ich habe noch zwei sogar. Was ist Bauchgefühl? Das ist, was die richtige Antwort ist, oder was? Ich weiß nicht, was richtig ist. Ach, guck mal, da steht was. Mit deinem Bauchgefühl triffst du immer wieder die richtige Entscheidung, auch wenn du nicht unbedingt weißt, warum. Bodenständige Zeitgenossen nennen dich womöglich einen gespinnerten Luftikus. Aber am Ende hat er recht, wenn er recht hat. Skurrile Aussagen. Wenn du skurrile Aussagen triffst, hilft dir ein hoher Wert, um negative Reaktionen auszugleichen. Okay, verstehe. Ausstrahlung. Finde ich gut. Empathie. Aha, Scharfsinn. Ah, okay, verstehe. Wendigkeit. Kann man abhauen, das mache ich ja nicht. Also das finde ich immer wichtig und dann nehmen wir noch... Okay, harte Linie können wir machen. Bauchgefühl, das finde ich auch ganz gut. Wir haben mal eins hier bei Bauchgefühl. Und eins noch bei Geschick. So. Jetzt knacke ich diese Kiste hier. Firefly, herzlichen Dank. Aber ich darf die nicht mehr, oder was? Ich habe nur einen versucht, die zu knacken. Das ist ja mega frech.
liegt ein Gewehr rum. Auf einer Schule. Was ist das da für eine Notiz? Sammelkarte. Nur auf dem Boden wirklicher Freiheit kann sich alles Große entwickeln. Okay, Sammelkarte mit Weisheiten von Bismarck. Beziehungsweise, der war ja zu der Zeit in Bayern wahrscheinlich auch jetzt... Oh. Gespannt. Vielleicht Kaiser Franzl oder so. Die Weisheiten des... Oh. Ah, geil, jetzt habe ich die Laterne. Jetzt kann ich was bauen. Hier kann ich mir jetzt an der Werkbank eine Laterne errichten. Was? Ich habe doch eine genommen gerade. Wenn das nicht mehr total Quatsch ist. Ah, okay, das ist der Eingang zum Wirtshaus. Da gehen wir mal jetzt hin. Wo ist der Eingang? Das hier ist sicherlich nur das Lagerhaus. Wir schauen uns einmal um. Gibt es hier was Fantastisches für uns? Nö. Ich könnte hier aber diese Schwammhals mitnehmen. Ne, das ist eine Schnur. Schnur nehme ich. Und hier war nicht. Okay. So, Tür zum Wirtshaus. Oh, Eier. Wir klauen einfach knallhart. Hey, wir klauen die Eier. Wir nehmen alles mit, inklusive dem Inhalt dieser Kiste. Schloss knacken. Oh, das ist ja gar kein Problem. Scheiße, voll ein Riesenproblem. Oh shit, jetzt kommt's drauf an. 4 muss es mindestens sein. Ja, starke Leistung von mir. Kiste öffnen. Ja, ist fantastisch. Da haben wir richtig gut abgesahnt. Wir wollten aber ins Wirtshaus rein. Das ist, glaube ich, dann auf der anderen Seite. Das ist ja auch zu. Okay. Da sind die Kühe. Dann gehen wir mal ins Wirtshaus. Die, kann man diese Leitern. Nee, nein, das geht nicht. Das sind nur eine. Migration. So, wir gehen ins Wirtshaus hinein. Ja, guten Tag, ich bin's. Jop, sie lebt. Wo ist der Eingang? Der muss doch eigentlich zur Straße raus sein. Da stand ja auch gerade, wo der Eingang ist, stand da irgendwo auch, aber ich habe es natürlich nicht richtig gelesen. Entschuldigen Sie bitte. Oder ist das der? Das ist ja das Wirtshausl. Oder ist das nur tagsüber geöffnet? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas stand da mit Eingang, ich habe aber nicht so richtig gelesen. Da komme ich nicht rein. Bierbänke sollen davor stehen. Durch den Biergarten. Das ist doch der Biergarten. Hier vielleicht irgendwo. Guck mal. Das sind doch die Bänke. Und jetzt habe ich hier... Oh, was habe ich... Einfach die Stöcke geräubert. So, das hier ist ein Wirtshaus. Komm, hier, da muss der Eingang sein. Liegt da noch irgendwas? Oder liegt eine Schale Reis oder sowas? Salz. Ich habe einfach alles geklaut. Ich räuber den. Ich bin der schlimmste Räuber, den dieser Ort je gesehen hat. Okay, hier komme ich nicht rein. Ich denke, ein Wirtshaus hat bis spät in die Nacht geöffnet. Entschuldigen Sie bitte. Bürste? Leinenstoff? Hier ist ein Klohäuschen. Kann man einen Kockerl machen? Also mein Gefühl ist, das Wirtshaus ist gar nicht geöffnet. Dann gehe ich erstmal hier oben hoch. Was ist das? Oh. Der schläft. Kann ich ihn ausrauben? Okay, der schläft. Ich kann ihm nichts antun. Also, meine Intention hat sich relativ schnell verändert. Das ist doch ein Wirtshausel hier. Warum bin ich so schnell zu einem Dieb geworden? Ich weiß es nicht. Weil die anderen haben in mir einen Dieb gesehen und so bin ich zu einem Dieb geworden. Selber schuld. Hier.
Was? Abgesperrt? Ich höre euch doch saufen da drin. Mach auf. Das gibt's doch nicht. Dann räube ich weiter. Da steht jetzt Laterne. Ich habe jetzt eine Laterne. Komm ich nicht durch? Also ich glaube, die Laterne, das Wirtshaus hat jetzt nicht mehr geöffnet. Aber da drin ist es noch super hell. Oh, was ist das? Ernsthaft? Das, so komme ich da rein. Der Ort liegt ganz still zwischen Wald und Fluss. Jeder tiefe Atemzug, jedes Knirschen von Kieseln unter den Schuhsohlen wirkt unnatürlich laut. Ein Haus, im Inneren brennen Kerzen. Das ist das Wirtshaus. Hier muss noch jemand wach sein. Im Wirtshaus ist eine Stimme zu hören. Ein Mann spricht. Horti, danke für den Kaffee, sonst wäre ich sicher wieder eingepennt. Das wär's ja, unter Baum pennen, während hier ein Mörder rumläuft. Am Ende hätte ich selbst im Schlaf dran glauben müssen. Bauchgefühl? Ist das jetzt was Gutes? Bauchgefühl 7, Schwierigkeit 8. Ist gar kein Problem. Oh, was ist das? Beruhigender Tee. Ach was, da kann ich mein Bauchgefühl mit verbessern. Ja, das machen wir doch. Hammer. Hammer. Ui, und jetzt? Jetzt kommt's drauf an. Ich hab schon gewonnen. Stark! Der Versuch, unauffällig einen Blick über den Blumenkasten hinweg durch das Fenster zu erhaschen, gelingt. Im Inneren des Hauses wischt eine Frau die Tische ab. Währenddessen zieht ein Mann seine Jacke an. Er rückt seine Armbinde zurecht. Eine solche Binde trugen auch die Wachen am Fluss. Er sollte nicht mitbekommen, dass hier jemand herumschleicht. Es ist besser, sich schnell in die Dunkelheit zu verstecken. Beweglichkeit. Versuchen, ganz still zu stehen. Ach du meine Güte. Was habe ich für einen Gegenstand? Das Schuhpflegeset. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich bin daran interessiert, dass das erfolgreich wird. Stark. Ja, haben wir schon gewonnen jetzt. Egal, was kommt. Egal, wir haben gewonnen. Zum Glück, wir sind gut. Der Mann blickt weder nach links noch nach rechts. Zügigen Schrittes eilt er davon. Dann kippt der Blumentopf, der als Versteck dienen sollte, um. In der Eile stand er wohl nicht gut auf dem Boden. Der Mann bleibt augenblicklich stehen und dreht sich um. Ey, ich hatte mich versteckt und ich hatte gewonnen. Die Augen des Mannes suchen die Dunkelheit ab. Da ruft plötzlich die Frau im Wirtshaus. Ja, mei, jetzt ist mir das Tablett aus den Händen gerutscht. War schon ein langer Abend. Ich glaub, ich geh lieber mal ins Bettel. Der Mann schüttelt den Kopf, wendet sich ab und verschwindet in der Nacht. Sobald er außer Sicht ist, kommt die Frau herüber. Sie sind der Herr Städter, von dem der Bürgermeister erzählt hat, richtig? Sagen Sie, wie sind's denn hier hinein? Kümmen. Sehr richtig, Valentin Schmidt, mein Name. Ich nehme an, Sie sind Frau Gschwender. Tatsächlich war das gar nicht so einfach. Jetzt kommst du erstmal rein, bevor sie noch einer sehrt. Das wird die Burschen gewiss nicht freuen. Jetzt nimmt dich am Arm, zieht dich in die Gaststube und verriegelt die Tür wieder. Bestimmt wundern sie sich, was hier los ist. Normal ist das ja nett. Auch hier nicht. Aber seit 2 Tagen laufen es all herum wie kopflose Hühner. Und nachts im Wald ist eh gefährlich, wissen Sie? Aber mei, wie schaut's denn aus? Ein bisschen mitgenommen. Die Wirtin lässt den Blick von Scheitel bis Sohle wandern. Oh, was dreht die der immer? Quiz sind sie todmüde. Komm sie. Ich zeig ihnen ihr Zimmer. Das ist gleich da, die Treppe rauf, 2. Tür, linker Hand. Morgen früh sollten sie dann erstmal mit dem Bürgermeister sprechen. Ich zeige es ihnen auf ihrer Karte. Hey, Florentin! Hey, Florentin! Ey, das war jetzt nicht wirklich ernsthaft der Versuch, bayerisch zu sprechen, sondern
Das war mit Absicht, dass ich das nicht so ganz richtig gemacht habe. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir spielen ein Abenteuer, eine düstere Mordgeschichte, ein Krimi. Und wir sind irgend so ein Typ aus der Stadt, eine Art Ermittler. Und wir müssen hier Informationen einholen und müssen das jetzt hier lösen, das Problem. Wir müssen den Mörder dingfest machen und auf dem Weg dahin nicht selbst zu tief in die Schwärze der Kriminalität hinabtauchen, denn wir haben uns hier tatsächlich schon als Dieb betätigt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das machen wir hier heute und ich weiß, bei Florentin gab es natürlich World of Warcraft. Von daher herzlich willkommen. Ich glaube, das wird euch gefallen. CSI Schwammerl. Wir schauen noch weiter. Ich bin jetzt hier bei der Magd. Das ist die Frau Gschwindre, die wir aufgesucht haben. Die Zimmertür schließt sich. Endlich Ruhe. Das Bett ist zwar hart, aber das macht das Kraut heute auch nicht mehr fett. Das Kraut? Geht das Sprichwort nicht anders? Das macht das Kraut auch nicht mehr fett, sagt doch kein Mensch. Wie geht das? Ach, Warcraft 3. Ja, Schmorkraft, Warcraft. Okay. Den Kohle auch nicht mehr. Genau, man sagt Kohlen. Ja, das macht die Kohle auch nicht mehr fett. So, Wirtshaus. Die Nacht war unruhig und kurz. Vor dem Wirtshaus scheint die Sonne unbeirrt auf diesen eigenartigen Ort nieder. Wie ein Nebel liegt eine angespannte Stimmung über dem Dorf. Niemand interessiert es, dass ich drei Leute niedergeschlagen habe. Das Wirtshaus. Ja, Mai. Wo ist das denn hier? Kraut wird aus Kohl gemacht. Ah, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Also, ein neuer Tag bricht an. Das Dorf erwacht. In ihm ein ungebetener Gast. Eigentlich sollten wir draußen bleiben. Wir haben uns an den Wachen vorbei geschlichen. Und jetzt beginnt die Geschichte. Das war quasi nur der Beginn, der Auftakt. A Bavarian Tale, totgeschwiegen. So, ich bin sehr gespannt, was wir hier herausschnüffeln können. Möglicherweise haben wir es aber auch schon durchgespielt. Aha. Hallo. Darf ich das Bier klauen? Ich höre mal auf zu klauen. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Vor dir steht ein dünner Mann, offensichtlich Peter, der Kellner des Wirtshauses. Guten Tag. Er schaut freundlich. Ich würde Sie gern etwas zum Wirtshaus fragen. Wegen, wie das hier so läuft mit der Kathi und mir, Monas. Das erkläre ich in der Show. Die Kathi redet da nicht so gern drüber. Also, über die ganze Sache. Das Wirtshaus hat nämlich ihrem verstorbenen Mo gehört. Mo? Dem August. Das war keine glückliche Ehe. Nee. Aber auch darüber weiß ich nicht besonders viel. Viel. Manchmal erzählt die Mama geschwind noch ein bisschen was. Aber die ist auch nicht mehr so ganz da. Sie haben es vielleicht schon selbst gemerkt. Auf jeden Fall besteht die Kathi wieder auf ihren Mädchennamen, seit der August tot ist. Gschwendtner. Gschwendtner. Der August hat Brauner geheißen. Aha. Die Wirtschaft hat er von seinen Eltern übernommen und mit der Kathi weitergeführt. Ah, das ist ja interessant. Und ich glaube, das macht die Kathi auch ganz gern hier. Die Leute Mengs, ihre Schwammerl sind im ganzen Landkreis beliebt und die hat auch ein Durchsetzungsvermögen. Na, das passt schon mit der Kathi und der Wirtschaft. Aber... Und da werde ich Ihnen gewiss nichts Neues erzählen. Als der August nicht mehr war, hatte die Kathi ein Problem. Als alleinstehende Frau arbeiten und dann auch noch in einer Wirtschaft. Das ist schwierig. Nur ja, ist schwierig, ja. So einen Laden selber führen, darüber brauchen wir gar nicht nachdenken. Nee, war selbstverständlich keine Option. Ja, glaube ich. Da brauchst du schon ein Mo dazu. Oh, Mann, eine Frau, cool ist nicht. Ich war gerade erst nach Wolpertshofer gekommen und habe mir die ersten Tage hier im Wirtshaus einquartiert. Irgendwann bin ich abends mal länger gesessen. Die Kathi und ich sind ins Reden gekommen und am Ende hatten wir eine Abmachung. Nach außen hin für ich die Wirtschaft. Den Rest macht Kathi. Ich hui für wohl Co. Auch mit der Mutter. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Die Kathi hat Unterstützung und Co. die Wirtschaft behalten. Und Leute im Ort geben mir Ruhe. Meistens ist es ja viel wichtiger, wie die Sachen aussehen und nicht, wie es tatsächlich sind. Das stimmt. Auwe, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte, sag's das der Kathi nicht. Der reißt mir einen Schädel, Obi. Auwe, Zwick. Da komme ich nur in Teufelsküche.
ich geh lieber weiter, Orban, bevor ich mich weiter verplapper. Schön war's, Herr Schmidt. Danke für das Gespräch. Sie haben mir sehr viel weitergeholfen. Sie dürfen jetzt gehen. Gehen Sie. Kommen wir zu Ihnen. Sie sehen aus wie ein Holzfäller mit starker Brust. Oh. Ja, freilich. Ich mag nicht um Geld spielen. Lass uns einfach unser Glück auf die Probe stellen. Nee. Ich gehe richtig 50 Pfennig rein damit. Oh, shit. Bist du soweit? Ich habe nur eine Option. Oh, no. Yes. No. Oh, jetzt muss es klappen. No. Jetzt hat der andere gewonnen, oder was? Gib mir... No. Welche... Das ist ein Spielsüchtiger. Ich will das nochmal machen. 50 Pfennig, ich will mein Geld zurückbekommen. Ich habe auch kein Geld mehr! Ich bin pleite, nein! Ey! Ich will sofort mein Geld wieder haben. Ey, du bleibst stehen, du. Gib mir sofort alles, was du hast. Ja, Freuli. Ach, das ist Bauchgefühl. Ich habe das falsche. No! Ja! Sa. Ja. Jetzt, die Chance steht. Die Chance steht sehr gut. Wir müssen eine 8 oder höher. 8 oder höher. Come on. Yes! We made it! Gib mir die Knete wieder! Ah, gib mir sofort mein ganzes Geld. Warum nicht? Oh, das wird ja mal. Nee, warte mal, was hatten wir gerade? Das wird ja immer schwieriger. Nicht gut. Ah, gut. Nicht gut. So Watschen kriegt. Oh, ich mag das nicht. Oh, Watschen. Ich hab ein Watschen gekriegt. In Kartenspiel. Also jetzt raub ich den aber aus. Den merke ich mir, den Typ. Was eine miese. Oh, Fischkutter Willi. Du bist ein guter Typ. Grüß dich, grüß Gott, ich bin's. Papa Deri, kommen wir uns? Nee, ich bin Schmidt. Servus Valentin, bin der Schorsch. Schorsch. Oh, okay. Tschüss, Schorsch, das war's schon. Mehr will ich eigentlich von dir. Wer bist du? Du bist Kati. Oh, Kati, ich hab schon mit dir geschwätzt. Was ist der für Erna Gurz da, Herr Stauderer? Was? Ich hab kein Geld mehr für einfach so. Richtung Osten, durch den kleinen Gang zwischen die zwei Häfen. Ich hab's einer auf der Karte angekreizelt. Ich glaube, ich hab kein Geld. Kann ich hier auch was verkaufen? Ah ja, geil, ich kann hier auch was verkaufen. Kleine Brotzeit. Oh, geil. Kostet 45 Kupfergold. Ich könnte dir doch zum Beispiel so eine Bürste verticken, oder nicht? Brauche ich eine Bürste? Kann man das sortieren nach Wert? Oh ja, man kann es nach Wert sortieren. Ah, guck mal hier. Schmieröl, Bürste, Leder. Improvisierter Ring. Was bringt der mir eigentlich? Erhöht die Ausstrahlung. Hier muss ich mal anlegen. Verbessert den Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, was die Sachen mir bringen. Ich warte erstmal, bis ich Informationen eingeholt habe, was mir das alles bringt. So, ich wollte zum Bürgermeister. Bürgermeisterei ist im Osten. Unangenehmerweise habe ich keine Dingsbums.
Wo ist das Radar? Hatten wir nicht vorhin ein Radar? Ist jetzt wieder halbwegs. Nee, der pennt immer noch. So. Hier ist der Schmied. Das ist ein. Ah, hier. Eins, zwei. Ich bin's, der Wollens ein Schmiedel. Ich überleg, ob ich mir in diesem Dorf halt niederlassen soll. Da brauche ich ein Vibes-Bild hier für die. Ich kann nicht mit dir plaudern. Guten Tag. Ist das Ihre Tochter? Ich würde sehr gern die Hand anhalten über Ihre Tochter. Die Hand Ihrer Tochter anhalten, ist das eine Möglichkeit? Nein, die Arthritis, gell? Das ist schon 13 Meter. Ist das Ihr Name? Sind Sie die Arthritis? Ich bin's, der Xaver aus Xanten. Das war eine Lüge. In Wirklichkeit bin ich gar nicht Xaver aus Xanten. Das habe ich nur gesagt. Damit die mir nicht auf die Schliche kommen. Wolls, anders geworden. Wolls. So, hier war ich in der Dunkelheit doch bereits. So, wir wollen mal, hier geht's nicht weiter, wir wollen mal den Bürgermeister besuchen. Wo ist mein Radar? Ich verstehe das nicht. So, das ist die Wirtshausgeschichte da. Aus Griesbacher. Oh, warte, da war ein Stock. Hier waren wir überall. So, hier Kirche und so, was Osten, wieso habe ich kein Radar? Oh, die sind sauer. Der mit seinem paar Hanseln schon gegen unser Bürgerwehr ausrichten. Da ist der Bürgermeister. Oh, sind Sie der Bürgermeister? Sie sind daher aus der Stadt, richtig? Du bist Geht's unsere Bürgerwehr. Xaver Griesbacher, ich bin der Bürgermeister hier im Ort. Sie schickt wahrlich der Himmel. Furchtbare Dinge geschehen hier. Zu solch einer Unzeit. Gerade jetzt, wo der Dorfpolizist Rupp weg ist. Der kümmert sich normalerweise um sowas. Wissen's? Ausgerechnet jetzt geht's hier drunter und drüber. Alles an in hellster Aufregung. Solch eine Untat in unserem schönen Dorf. Ja, das ist wirklich. Noch was? warte mal, was hatte ich denn. Oh. Ja, Sie haben gut reden. In der Stadt mag sowas eine Alltäglichkeit sein. Da passiert sowas sicher alle Nase lang. Aber hier bei uns, in Wolpertshofen, da hat's sowas noch nicht gegeben. Wie soll man denn mit sowas umgehen? Der Schreck sitzt allen noch so tief in den Knochen, das kann ich einer sagen. Eine Katastrophe, die in die Dorfchroniken eingehen wird. Scharfsinn? Okay, ich müsste Scharfsinn. Was? Was genau passiert ist, wollen Sie wissen? Ja, mei. Ich weiß ja überhaupt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Alles! Ja, alles scheint auf einmal zu passieren. Gestern spät am Abend scheint es fast wieder passiert zu sein. Dem Bertel und dem Ernst, den beiden wär's fast an Kragen gegangen. Gut, dass die beiden solche tapferen und klugen Burschen sind. Sonst wär's ja gleich aus gewesen mit denen. Ich sag's ja, na, das Böse ist da draußen. Sag mal, Bertel und Ernst waren auch die beiden Wachen da vorne am Tor. Finstere Pläne und terrorisiert die Leute hier, Mord. Das heißt, die haben, ja, okay. Also, wir machen mal. Läuft dir die Zeit eigentlich irgendwie ab? Ja, was machen wir denn? Das hier? wir machen das. Yes! Was reden Sie denn da? Natürlich haben alle Angst. Ein Mörder geht um in Wolpertshofen. Gestern erst haben wir den armen Lenz gefunden. Dort, erschlagen! Vom Bösen heimgesucht. Oh, da ist er. Oh mein, was soll ich nur da? Ah, der Herr Bürgermeister. Sie kommen ungelegen. Der Schormeier kommt gleich den Leichnam von seinem Sohn abzuholen. Lassen Sie uns rausgehen, falls wir was zum Besprechen haben. Nein, lassen Sie nicht stören. Wir gehen gleich weiter. Herr Schmidt, Sie sehen ja, was hier los ist. Der Lenz ist tot, der Mörder ist auf einem Fuß, der Polizist mit da und der Lehrer droht uns alle aufzuknöpfen. Der Lehrer.
Das ist ja voller leerer Drohungen. Selbstverständlich, Herr Schmidt. Selbstverständlich. Gestern Abend, ausgerechnet am Heiligen Sonntag, da hat es einen Streit gegeben. Bei der Gschwindnerkarte im Wirtshaus, aha, da trifft man sich gern nach dem Gottesdienst. Sie sind auch dort untergebracht, wenn ich mich nicht täusche. Das ist richtig. Wie gesagt, sind wir hier ein anständiger Ort mit rechtschaffenden Leuten. Aber der junge Leubel stiftet immer wieder Unfrieden mit seinen gespinnerten Ideen. Da ist er mir jedes Mittel recht. An dem Abend hat es mal wieder so eine Diskussion gegeben, die ist ein bisschen hitziger geworden. Ich glaube, die werten Herren haben recht viel Schnaps erwischt, wenn sie verstehen. Jedenfalls sind sich unser lieber Pfarrer Bayerle und der junge Leubel recht angegangen. Es ist ein bisschen persönlich geworden, muss ich sagen. Eigentlich wird dann der Rupp dazwischen gehen. Der ist hier sowas wie der Dorfpolizist. Und jetzt hätte man ihn einmal brauchen und er ist nicht da. Der hält schon immer zum Pfarrer auch. Gar nicht, weil die so viel miteinander zu tun haben. Aber das sind eben beides Männer mit Anstand. Für die zwei lege ich meine Hand ins Feuer. Und der junge Leubel hat einfach Kurur nicht geben wollen. Dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Auch noch. Das hat er gerade noch gefällt. Tja. Der Schorsch hat es dann so nicht stehen lassen Kann wollen. Ich verstehen. Der Schorsch ist eigentlich ein Netter. Der hockt da gern in der Wirtschaft. Gestern auf Nacht da, ja. Jedenfalls ist es dann körperlich geworden. So sind die nämlich. Tun immer so intellektuell und am Ende werden auch doch mit die Fäuste gesprochen. Das ist ja fürchterlich. Also, das war jetzt keine Schlägerei oder so. Nicht, dass sie was Falsches denken. Ein bisschen gerangelt haben's. Eigentlich alles halb so wild. Das war gleich wieder vorbei. Die vernünftigen Leute sind nachher warm. Das hat schon gelangt dann. Andere sind nur blim. Haben nur mehr Bier trinken wollen. Der Lenz auch. Der Lenz, und am nächsten Morgen liegt der Lenz dort da drüben in der Pfützen. Und das Geschirr ist groß. Groß. Der Leubel rennt da umeinander und beschuldigt Leid. Beruhigt sich gar nicht mehr. Sie müssen mir helfen, sonst gerät das Ganze außer Kontrolle. Ja, Herr Griesbacher, ich werde mich die Sache annehmen. Meine Hand verstehe andere, das wird sie aber was kosten. Na gut. 50 Pfennig werden dafür doch ausreichen. Gut. Gut, ganz gut. Genauso machen wir das. Hauptsache Geld. Da wird einiges an Überzeugungsarbeit nötig sein. Sie machen das schon. Aber bitte trödeln Sie nicht rum. Das muss sofort geklärt werden. Befehlen Sie mir nicht. Okay. Das wird schwierig. Scheiß. Ja! Ja! Jetzt, das komm. Das muss jetzt möglich sein. Eine 3 oder höher. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Das hätte ich fast vergessen. Sie müssen ihm nicht auf die Nase binden, dass ich sie geschickt habe. Das hört er sicher nicht so gern. Er hat's nicht so mit Autoritäten. Sagen Sie einfach, Sie sind wegen Ihren Berichten da. Ich werde zu Hause nach dem Rechten sehen. Sie reden mit dem Leubel und hören sich um. Wir müssen diesen Mörder finden. Warum schwitzt er denn so? 6 Erfahrungspunkte. Hi, bist du Harald Schweighöfer? Ja, Mai. Das ist der Erbauer von dem Onandor. Sie sind der Stoderer. Der Stoderer. Das gerade jetzt da sind. Bei uns ist zugegebenermaßen die Hölle los. Ja, fahren Sie. Ein junger Mo lag tot auf der Straße und niemand soll was mit der Sache zum Tor haben. Und dann ist da nur so ein Räuber namens Pascolini in der Gegend gesichtet worden. Ja. Ist das jetzt ein Räuber oder ein Mörder? Der ist nur der Räuber. Der Mörder ist unbekannt. Gerade gestern sind wieder 2 Burschen angegangen worden. Wer das war, schwer zum sagen. Ja. Aber was bringt sie überhaupt zu uns? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Ja, sie haben den Toten untersucht? Ja, freilich. Unter den Umständen wäre alles andere fahrlässig. Ich kann und will hier jetzt keine Details ausschmatzen. Ausschmatzen? Aber für mich ist klar, dass es ein äußeres Einwirken gab. Ja. Vermutlich. Ganz sicher war das kein natürlicher Tod. Der Lenz war ein gestandener junger Mo. Der ist nicht einfach tot umgefallen. Sind Sie der Arzt? Korrekt. Mein Name ist Schweighöfer, Harald. Ich bin als Mediziner für die ganze Gegend da zuständig. So hohe Dichte an Ärzten wie in der Stadt haben wir da nicht. Da muss man sich um ein paar mehr Dörfer kümmern. Von der verfluchten Cholera, die da gerade im Land grassiert, wurde man hier zum Glück bis jetzt verschont. Die Cholera zeigt ja immer wieder ihre hässliche Fratze. Gerade wenn die hohen Herren meinen, wieder Krieg spielen zu müssen.
Das viele Soldaten auf engem Raum, unfassbare hygienische Zustände, schlechte Versorgung mit Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser, üble Verletzung. Da freut sich so ein Cholera. Aber was rede ich da? Ich will sie auch nicht langweilen. Kommen Sie bitte zum Punkt. Ich habe nicht die ganze Tag Zeit. Aber der ist ja Arzt, ne? Das muss ja eigentlich hier mit Rationalität... Das freut mich. Nicht jeder ist offen für die Wunder von Medizin und Technik. Dabei haben wir heute so viele Möglichkeiten, uns zu bilden. Ja. Ist richtig. Hammer. Da haben wir eben richtig hier dem Harald... So, wir sollen mit Leubel sprechen. Wir sollen den Lehrer beruhigen. Es soll nicht zur Gewalt kommen. So, das Lehrerhaus war doch... warte mal. Oh, das hier ist offen jetzt. Ah, das heißt, wir können auch mit dem Pfarrer mal sprechen. Was schießt du denn auf dem... Der schwebt, Hilfe! Oh, der schwebt, Hilfe! Wir brauchen einen Exorzisten, Hilfe, Hilfe! Und der hat auch extrem lange Füße. Die Füße. Grüß Gott. Gott zum Gruße und willkommen in unserer beschaulichen Gemeinde. Was führt dich zu uns? Valentin Schmidt ist mein Name. Physik ist der Berichterstatter in dieser Funktion auch hier. Es scheint mir jedoch, dies ist ein ungünstiger Moment für meinen Bericht. Da sprichst du wahre Worte, lieber Valentin. Es sind schwierige Zeiten, in denen du zu uns gestoßen bist. Eine furchtbare Tragödie hat sich ereignet und die Gemeinschaft muss zunächst wieder zu Frieden und Einigkeit zurückfinden. Aber kann ich dir irgendwie behilflich sein? Na, da bin ich sehr froh, dass Sie fragen, Herr Pfarrer. Sie haben von einer Tragödie gesprochen. Was ist denn vorgefallen? Lieber Valentin, das ist eine gute Frage. Oh, der erzählt. Eigentlich war es ein Sonntag wie jeder andere. Wir haben eine schöne Messe gehalten und anschließend kommen die Leute hier gerne im Wirtshaus zusammen. Ja. Auch ich stoße meistens dazu und sitze mit den wichtigen Entscheidungsträgern des Ortes beisammen. Ein ganz normaler Sonntag eben. Bedauerlicherweise haben wir auch ein paar jüngere Mitglieder der Gemeinde, die im Wirtshaus oftmals auf ungebührliche Weise über die Stränge schlagen. Sehr ungehört. Ungebührlich, sage ich dir. Leider war es so, auch am besagtem Sonntag. Ja, reden Sie weiter. Diese Unruhestifter saßen etwa 2 Tische von uns entfernt und wurden immer lauter. Lauter und lauter, bis man sein eigenes Wort kaum mehr hören konnte. Der eine oder andere von denen hatte da gewiss schon zu tief ins Glas geschaut. Nun ja, Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Und so sah ich in meiner großen Verantwortung gegenüber. Nämlich der Verantwortung, als Vorsteher der geistlichen Gemeinde den Frieden im Ort zu wahren. Dazu gehört selbstredend auch der Frieden im Wirtshaus. Ganz besonders im Wirtshaus. Natürlich. Nach all dem Krieg brauchen wir wieder Frieden. Das ist richtig. Das ist. Meine wohlgemeinten, aber mahnenden Worte wurden jedoch nur mit Hohn und Spott quittiert. Uneinsichtige Ablehnung, flegelhaftes Benehmen. Anders kann man das bei Gott nicht nennen. Flegelhaft. Unser lieber Schorsch hatte diese Gottlosigkeit in seinem Herzen nicht ertragen können. Der junge Mann war so mit Mut beseelt in dem Versuch, mich und die Kirche gegen diese Flegelhaftigkeit zu verteidigen. Es war eine wahre Wonne, ihm in die leuchtenden Augen zu schauen. Natürlich habe ich ihn wieder beruhigen wollen. Vergebe auch den Schuldigen, sagt er bereits unser Herr Jesus Christus. Und dann ging alles ganz schnell. Mit einem Mal stand der Schorsch am Tisch der Halunken und hat sie zur Rechenschaft gezogen. Die Grobheit, mit der diese Flegel ihm begegnet sind, ist kaum in Worte zu fassen. Grobheit, sage ich da. Auf diese Barbarei haben wir uns freilich nicht eingelassen. Mhm. So haben wir unsere Schulden bei der guten Frau Gschwendtner beglichen und sind unsere Wege gegangen. Gott sieht alle Sünden. Ich habe noch in dieser Nacht für diese Flegel gebetet, dass der Herrgott ihnen ihre Unverschämtheiten vergibt. Unverschämtheiten. Du musst sie aber auch vergeben. Selbstverständlich. Lass mich jederzeit wissen, wenn ich dir helfen kann, lieber Valentin. So, ich glaube, jetzt muss ich erst einmal mein Pfeiferl rauchen. Ja, mach das mal. Ich möchte natürlich keine Gemeindemitglieder anschwärzen, aber der Herr Leubel Corbinian, unser Dorflehrer, muss erwähnt werden. Muss. L-O-I-B-L schreibt man den. Leubel. Der ist da gesessen mit dem Schweighöfer, dem Lenz vom Schormeierhof und dem Hans Gürgel beisammen. Hans Gürgel. Da saßen diese Unruhestifter und haben ihre Unverschämtheiten von sich gegeben. Also früher hätte so etwas nicht gegeben. Ne, da gebe ich dir recht. Da war alles anders. Früher haben auch die jungen Leute noch Respekt gehabt. Vor der Würde der Kirche und des Amtes. Aber diese Flegel kennen so etwas gar nicht. Respekt und Anstand.
unverschämtes Pack. Lass ich nicht sagen, Herr Pfarrer. Aber auch diese Leute werde ich natürlich in meine Gebete schließen und den Herrn um Vergebung für deren Sünden bitten. Natürlich. Natürlich, natürlich. Auf meiner Seite? Du meinst auf der Seite der Gemeinde? Also der Rechtschaffenden? Der Allgemeinheit? Die Frage sollte doch eher sein, wer ist da nicht? Du meinst gewiss, wer am besagten Abend mit mir an einem Tisch saß? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Als Vertreter der Kirche sitze ich schlicht mit Gemeindemitgliedern am Tisch. Erzählt sehr viel. Da mache ich keinen Unterschied, musst du wissen. Keinen. Also den George habe ich ja bereits erwähnt. Unsere treue Seele. Der Alois war auch dabei. Und der Herr... So, jetzt wissen wir, wer dabei war, glaube ich. Wir müssen dringend mit dem Lehrer sprechen. Oh, da sitzt eine Holde Maid. Ah, nein, nee, das ist gar keine Holde Maid, das ist eine Engelsfigur. Entschuldigen Sie bitte. Wen haben wir denn da hinten hier? Ey, warte. Sie habe ich hier noch nie gesehen, entschuldigen Sie. Wer ist er denn? Na gut, kommen wir in die Kirche rein. Die müsste doch eigentlich jederzeit offen stehen. Steht sie nicht. Schade. Okay, also dann hin zu Alois. Leubel meine ich. Leubel. Da müsste der hier sein. Hier ist das Schulhaus. Ah, hier, guck. Oh, da ist er. Der sieht schon richtig aggressiv aus. Wer sind jetzt Sie? Sie? Hat der Griesbacher jetzt schon Unterstützung gegriffen? Erst ein Lenz totschlagen und sie dann einscheißen. Das sieht dem erzkonservativen Pack ähnlich. Ja, so schaut's aus. Aber Sie schauen wirklich nicht nach tatkräftiger Unterstützung aus. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir lassen uns von der reaktionären Bagage nicht einschüchtern. Genau, so ist's. Wie sagt LaSalle? Die Geschichte ist ein Kampf mit dem Elend. Und den werden wir jetzt aufnehmen. Ich rate Ihnen eins. Stehen's dabei bloß nicht im Weg rum. Das kann bös enden. Oh, das ist also, Obacht, gell? Das ist, es ist eine handfeste Drohung gewesen. Ab jetzt darf ich handeln. Jetzt darf ich richtig aggressiv reingehen in die ganze Geschichte. Kann ich eigentlich schon wieder leveln? Oh ja. Jetzt wird es mal Zeit für Physis wahrscheinlich, ne? So, Bauchgefühl wäre echt verdammt gut jetzt schon. Wir könnten noch mal... Scharfsinn haben wir noch einen Bonus, aber der ist wahrscheinlich auch nicht... Oder ist der dauerhaft? Nicht die Freiheit, ich weiß nicht. Scharf zu unterscheiden ist. Ihr Mohammoa. Individuelle Willkür hat ihre Grenze. Eine Grenze, die gerade durch das positive... Ja, ich danke dir, anonymer Schenker, für die 5 Abos. Sie gehen an Winterfrost, Ineos, Xervis, Kasradul und Dragonlair. Herzlichen Dank. Leubel. So sieht man sich also wieder. Also ignorant, nur auf meine Freiheit der bin ich. Ausbin, aber was wollen Sie von mir? Auf wessen Seite stehen Sie? Halten Sie es mit dem mordlüsternen Traditionalistenpack um unseren Bürgermeister? Ich kenne diesen. Ich habe für Tradition noch für Erschien viel. Manche Leute denken ja wirklich Kreuz und Quer. Schau her. Denen geht's nur um das sich hätte selber. Ich nicht gedacht. Gebe ich zu. Man könnte damit Bildung aber das was ist erreichen. Gut zum Wissen. Ja, ich stelle mich nur gut Mei, mit dir. Sei es, wie es ist. Wie war Ihr Name gleich nochmal? Und was wollen Sie in Wolpertshofen? Tja, haben wir irgendwelche Informationen? Nö, dann sage ich einfach mal, ich meine, so wie der sich darstellt, ist der eher so ein bisschen albern, ne? Also ich würde fast so Ausstrahlung, Bauchgefühl, Scharfsinn. Ah, das ist natürlich jetzt, also ich wäre auf Sommerfrische hier ein bisschen Landluft snubbern. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Weil der ist so ein Typ, der will in Ruhe gelassen werden. Aber der will auch keine Befehle von der Obrigkeit annehmen. Ich sag eher das. Und der ist so falsch gewesen. Kopf, oder? Oh. Sommerfrische. Geht's noch? Jetzt ist richtig sauer. Ja, richtig. Sie wurden angekündigt. Mein Name ist Leubel. Corbinian Leubel. Ich bin der Lehrer da im Ort.
Das mit Ihrem Bericht könnte gerade allerdings etwas schwierig werden. Warum? Sie haben sich einen zu äußerst ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Es wird wirklich das Beste sein. Sie widmen sich dem guten alten Schlossbergbräu von der Kathi, bis die Angelegenheit geregelt ist. Und dann kommt die Kathi zur Party. Letzte Nacht wurde ein unbescholtener Mitbürger erschlagen. Mitten im Ort. Und unser feiner Herr Bürgermeister glänzt mal wieder durch Unfähigkeit. Hat der sie geschickt? In neutraler Position also. Ja. Das kann von Vorteil sein. Der Bürgermeister und diese Hanswursten, die auf einmal für einen Bürgerwehr spielen. Erzkonservatives Pack. Abgesehen davon, dass der das überhaupt nicht darf. Wenn mich nicht alles täuscht, hat nur das Innenministerium die Befugnis dazu. Und da komme ich her. Da komme ich her. Eben jenes Innenministerium, das auch Sie geschickt haben soll. Wissen Sie von dieser lachhaften Bürgerwehr? Haben Sie das zum Schluss noch selbst genehmigt? Als ob ich so jetzt genehmigt. Nein, nein, nein. Das freut mich zu hören. Haha! Arme Lenz. Wir haben ihn. Lars, der Sohn vom Schormeier draußen. Den haben's tot auf der Straße gefunden. Der Lenz ist... war kein Schwächling. Der hätte sich schon zu wehren gewusst. Den muss wer hinterrücks niedergeschlagen haben. Und alle schweigen. Aber nicht wir. Wie er schon der Lassalle schon gesagt hat, dies ist die Macht des Aussprechens dessen, was ist. Das ist das gewaltigste politische Mittel. Er liebt Lassalle auf jeden Fall. Niemand traut sich zu sagen, wer der Mörder ist. Aber nach dem, was an dem Abend passiert ist, braucht mir keiner von diesen Mitläufern irgendwas verzeihen. Nun sind wir zum Handeln gezwungen. Und jetzt sage ich Ihnen das zum letzten Mal. Mischen Sie sich nicht ein. Gehen Sie ins Wirtshaus und betrinken Sie sich. Wir werden das bald geregelt haben und dann können Sie Ihre Arbeit machen. Okay, er ist schon ein Typ, wo ich, würde ich sagen, ja. Der hat auf jeden Fall Bock auf so Physis. Also der erzählt die ganze Zeit von hier Blabber, dass so stark sein und so. Das ist ihm schon irgendwie wichtig. Aber ich mach mal Scharfsinn. Ach, das muss ich würfeln. Das war mir nicht so bewusst. Ich kann einen Gegenstand einsetzen. Ach, den kann ich... Ach, was? Das heißt, ich kann mir das aufsparen, oder was? Okay, jetzt ist er gefährlich. Ich darf... Oh, das ist easy. Doch, das schaffe ich. Ja, gar kein Problem. Hammer. Vielleicht ist das keine schlechte Idee. Aber ewig werde ich nicht warten. Das sage ich einer. Sie sind schon ein Vogel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen vertrauen kann. Ich zähle auf Sie. Finden Sie den Mörder. Das Wenn ist ich Sie wäre, würde ich erst mal mit unserem feinen Herrn Bürgermeister reden, bevor der Sie nur einbieselt. Sagen Sie einem ruhig, dass wir uns nicht verarschen lassen. Nee, Mann. Hab's einen Streit? Ja. Streit hat's gegeben. Handfesten Streit. Mit unserem feinen Herr Bürgermeister und seine Arschlöcher. Ich habe nur erzählt, welch Ungerechtigkeit überall herrscht. Denn, wie Lassalle sagte, ist und bleibt es immer die revolutionärste Tat, laut zu sagen, was ist. Da hat Lassalle absolut richtig. Aber die sind ja für vernünftige Argumente unempfänglich. Die haben einfach bloß Streik gesucht. Seitdem wir diesen unsäglichen Krieg gegen die Preisen verloren haben, sind alle auf der Suche nach einem Sündenbock. Und das sollen wir jetzt wohl sein. Diese Preußen, ne? Naja, diejenigen hier im Ort, die mal über den Tellerrand hinausschauen. Alles, was nach Fortschritt wird, wird in dem Kauf gleich zum Teufel gejagt. Verdammte Hinterwäldler! Und was hat das mit dem Krieg gegen die Preußen zu tun? Was ist denn das für eine Frage? Natürlich ist keiner froh über unsere Niederlage.
war vielleicht von Anfang an die falsche Idee, sich auf die Seite von Österreich zu stellen. Aber auf der Seite von den Preisen will man ja wirklich auch nicht stehen. Wir hätten uns einfach ganz raushalten sollen. Aber spätestens, wo die Saupreisen bei Königgrätz gewonnen haben, war doch jedem klar, dass wir nicht auf der Gewinnerseite stehen. War mir ja alles herzlich scheißegal, wenn nicht wieder der kleine Depp seinen Kopf hier halten müssen, bloß weil die da oben Krieg spielen wollen. Jawohl. Seitdem ist die Stimmung im Keller. Ich sag's meiner. Nur geben, muss man jetzt anscheinend einen Streit mit uns suchen. Und den Streit, den kennen die haben, wir geben ganz sicher nicht klein bei. Verstehe. Oh, okay, es ist uns drin. Wer ist denn Ihrer Meinung nach der Mörder? Erzählen Sie mir bitte noch ein paar Einzelheiten. Was können Sie mir über das Mordopfer erzählen? Sie wissen wohl, ah ja, okay. Wer ist denn Ihrer Meinung nach der Mörder? Das ist doch völlig klar. Ganz sicher einer von denen. So eine Pleite wollten die sicher nicht auf sich sitzen lassen. Aber ich glaube nicht, dass das der Pfarrer selber war. Vielleicht der Alois. Der Alois? Aber ich meine, der Schorsch hat dem Lenz aufgelauert. Der wollte seine Revanche haben. Dann hat er ihm halt irgendwas über den Schädel gezogen. Der Schorsch hat ja kaum mehr Laffer kennen. Wahrscheinlich hat er seine Kraft völlig unterschätzt. Da kann sowas schon passieren. Und jetzt muss er zur Verantwortung gezogen werden. Jawohl! Bloß, wer soll das machen? Der Polizist ist ja mal wieder Stravanzen. Der Bürgermeister ist auch ein Spitzel von der Bagage. Also legen wir doch die Gerechtigkeit in die Hand des Volkes und handeln selbst. Wir sind vorbereitet. Wir werden den Schorsch selber konfrontieren. Und wenn die versuchen, sich uns in den Weg zu steuern, dann werden wir vor Gewalt auch nicht zurückschrecken. Ich hab meine Büchsen nicht um eine Sonnenstimme in Schuss gehalten. Oh, was ist das? Geil. 2 Erfahrungspunkte. Hammer. Der anwesend war. Ja, mei. Ich bin mit dem Schweighöfer, also dem Arzt, beim Lenz und mit dem Hans Gürgel beieinander gesessen. Ein oder zwei Tisch weiter war unser Pfarrer Bayerle mit dem Schorsch und mit dem Alois. Wir haben uns ganz friedlich unterhalten und ein Bier getrunken, wo der Pfarrer mit seiner Litanei angefangen hat. Zuerst der Krieg und jetzt wir. Wir stören den Dorffrieden, hat er gesagt. Wir stiften Unfrieden und setzen den Leuten Flausen in den Kopf. Sowas eben. Da hat der Schweighöfer lediglich angemerkt, dass der Pfarrer vom echten Leben und erst recht vom Krieg gar keine Ahnung hat. Mit dem Gold von der Kirche, da kann man die Leute wirklich helfen. Aber das will ja, wie es ausschaut, keiner. Na, der hockt lieber gemütlich in seiner Pfarrei und ja, der Rest ist ihm scheißegal. Das sehe ich auch so. Da muss ich ihn beipflichten. Der Bayerle hat nicht einmal drauf reagiert. Dafür ist der sich zu gut. Aber der Schorsch ist richtig sauer geworden. Hat sie vor uns aufgebaut und was vom Platzverweis gelallt. Platzverweis, wie lächerlich. Da hat der Schweighöfer auch bloß lachen können. Das hat aber am Schorsch überhaupt gar nicht gefallen. Der hat ihm am Schlawittchen gepackt und hat ihn rausgezahlt. Mhm. Der Lenz ist gleich dazwischen. Er und der Schorsch haben sogar ein bisschen Kraft. Der Lenz hat ein paar Mal ganz gut getroffen. Sehr gut sogar. Da hat der Schorsch schnell abgelassen und die ganze Bagage ist abgezogen. Geschieht denen sowas von recht? Mhm. Ehrlich gesagt, haben wir danach noch richtig eingeglittert. Den kleinen Sieg, den wollten wir schon zelebrieren. Gegen 10:30 haben wir uns dann vor dem Wirtshaus verabschiedet. Um 10:30. Ich bin dann direkt heimgekatscht. Die fangen echt früh an. Ne? Noch mal wieder Erfahrungspunkte, das ist ja der absolute Oberhammer. Der arme Lenz. Lenz Glas vom Schormeier draußen. Sein Vater gehört der Hof. Wirklich kein besonders sympathischer Zeitgenosse. Also der Vater. Man wundert sich schon, wie das eigentlich kommt, dass der Lenz so aufgeschlossen war. Bei dem Vater. Früher haben wir nicht voll miteinander zum Tor gehabt, der Lenz und ich. Aber seitdem ich aus München zurück bin, ist es anders. Wir haben uns oft über die Welt und über die Politik unterhalten. Er war immer für eine großdeutsche Lösung. Das habe ich nie verstanden. Ja, also wir befinden uns ja im Jahr 1866. Er war trotzdem ein guter Freund. Und dann liegt er da, der Schlange auf der Straße und jetzt aufgebaut auf dem Hof von seinem unerträglichen Vater.
Diese verdammten Reaktionäre. Absolut richtig. Wie heißen sie? Die Einigungskriege, ne? Also gegen Dänemark, gegen Österreich, Bayern und gegen Frankreich 1870, 71 dann. Und dann die Gründung des Deutschen Reichs und die Bayern, die haben nicht alles Lust drauf, ihr deutsches Reich zu kümmern. Ja, bei seinem Vater auf dem Schormeierhof, Richtung Westen aus dem Dorf raus und ein ganzes Stück den Waldweg entlang. Da liegt der Hof. Servus aus Niederbayern. Servus zurück nach Niederbayern. Die haben den Lenz am westlichen Dorfrand in einer Pfütze gefunden. Nicht weit weg vom Wirtshaus. Ich glaube, das ganze Blut sieht man immer noch. Der wirkt angespannt. Ey, wir haben richtig Erfahrungspunkte gesammelt jetzt. Lehrer Leubel. Lehrer Leubel. So, hier, wie sieht's aus? Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Wir gehen nochmal in der Ausstrahlung. Und du bist nur irgendwie so ein Handlanger, oder? Ja, da sind's richtig. Brauchen Sie was? Weil ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Wir müssen uns erst fertig beraten. Sie wissen ja, was da im Ort los ist. Wir müssen uns verteidigen. Der hat eh nichts zu melden. Also bis hier keine Ruhe eingekehrt ist und wir wieder sicher sind. Weil der hat nichts zu sagen. Der ist einfach nur irgendwie Anhängsel von dem fiesen Lehrer Leubel. Bei dem haben wir es aber gut eingeschleimt. Lehrer Leubel ist jetzt auf unserer Seite. Der findet uns richtig stark. Und pass auf, wir gucken mal eben, was wir machen sollen. Eigentlich wollte ich hier noch einen Bericht erstellen, aber am Ort geht offensichtlich gerade alles drunter und drüber. Ich werde demnächst herausfinden müssen, was hier eigentlich los ist, bevor ich mit meiner Arbeit beginnen kann, mit Sicherheit was Bürgermeister Griesbacher mehr. Also, ich würde gerne den Leichnam von Lenz untersuchen, ich sollte den Tatort untersuchen, ich will die Wirtin Kati befragen, ich sollte den Bürgermeister unterrichten und ich muss den Täter finden. Also, wir können jetzt mal den Tatort und dann zum Arzt gehen und uns die Leiche angucken. Was ist mit dir los, irgendwie? Das ist total verdächtig. Du bist für mich der Mörder. Kevin Kurani ist der Mörder. Oh je. So, pass auf. Wo war nochmal der Ortstel? War hier der Arzt? Ich hab vergessen, wo der Arztl war. Ne, hier war nicht der Arztl. Nein, die Apollonia. So a fleißige. Das ist a gutes Madel. Und schön ist a. Schön ist auch. Dass die noch kein Mo hat, das ist a Schand. Was ist a Schand? Ja, hab ich doch grad gesagt. So, was, Wirtz, Hausel? Ich bin noch irgendwie vor. Ah, wo war nochmal der Arzt? Falsche Richtung, oder? Aber der hier stratzt da so zielgerichtet hin. Wer bist du? Du wohnst auf dem westlichen Ende des Dorfes. Eine neue Route freigeschaltet. Wer seid ihr? Ja, moi. Die Lärchen beim Lager. Was? Von die Pasqualini-Burschen, die sind überfällig. Sonst kommt der Bortenkäfer und dann sind sie hier. Okay. Oh, weia, da hier ist der Schmied, der... Das ist ein Problem. Da hängt ein Zettel. Sammelkarte. Ein neues Zitat. Ohne Leidenschaft ist keine einzige jener gewaltigen Befreiungen angeführt worden, deren Aufeinanderfolge die Weltgeschichte bildet. Oh ja. Franz Josef Schlemmelmann. Den berühmten bayerischen Pseudophilosophen. Der ist so, oh hier, der ist aber einen getrunken. So, wo war der Arzt jetzt nochmal hin? Hi, wer bist du? Die rote, feurige Madame. Oh, da war ein Stock. Ich glaube, das stimmt. Oh, warte, das ist aber nicht der Junge, der würde mich gar nicht mehr angucken wollen. So, hier, Arzt. Ortstel. War hier der Ortstel? Ne, hier ist der Griesbacher. Kann ich da, also, wenn ich jetzt diese Kiste öffne, ich öffne einfach mal die Kiste. Ich schloss. Mal gucken. Bam. Mal gucken, ob die mich ertappen. Ja, sicher geschafft. Was ist da drin?
Ich nehme einfach alles. Interessiert kein Schwein, siehst du? Guten Tag, Herr Bürgermeister, wir müssen mal eben reden. Herr Schmidt, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist denn das für eine Abmachung? Das ist doch wirklich ein Ergebnis. Danke. Überprüfen Sie das Alibi und beweisen Sie die Unschuld vom Schorsch. Das wird den Lehrer beruhigen. Wieso gibst du mir Anweisung? Ich lege die Sache vertrauensvoll in Ihre Hände. Ich sehe schon. So machen wir das. Sie halten mich auf dem Laufenden. Gibt's nur was? Ach ja, natürlich. Hier, den sollen Sie haben. Gib her, die Pinunsen. Vielleicht direkt wieder verspielen. Es ist so. Ich hab's Ihnen ja bereits gesagt. Das ist ein anständiger Ort hier. Wir sind anständige Leute. Traditionsbewusst, unserem König treu und ergeben und gottesfürchtig. Aber manche Leute hier meinen, das wäre nicht gut genug. Den Leubel haben sie zum Studieren in die Stadt geschickt. Jetzt ist er wieder zurück, mit lauter Flausen im Kopf und sorgt dauernd für Unruhe. Red ständig ein Unsinn von Ungleichheit und Revolution. Hetzt die Leute auf. Dabei geht's uns doch gut. Gerade er braucht sie gleich gar nicht beschweren. Warum? Ist er reich? Aber der Leubel hat einen Hans Gürgel, einen Severin, Hans Gürgel und den Lenz zu sich und seine verrückten Ideen gewinnen können. Tragisch ist das schon. Das ist ja eine relativ schwierige Angelegenheit, aber wir können es probieren. Los geht's. Oh, das ist mega dumm. Wir versuchen es. Sehr gut. Sehr gut. Ha, sehr gut. Haben wir gar nicht gebraucht. Der Schormeier, also der Vater vom Hinz, sieht das ganz anders. Ja. Eher so wie der Herr Pfarrer oder der Alois. Oder auch ich selbst, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich da gar nicht einmischen wollen. Mit dem zum Streien angefangen haben, bin ich gleich heim. Ich hatte eh schon so einen Schädel auf. Das habe ich wirklich nicht mehr gebracht. Deswegen weiß ich ja gar nicht, wie genau das weitergegangen ist. Da müssen Sie mit den anderen reden, bitteschön. Die gehen sich bald an die Gurgel, ich sag's ja noch. Unser Herr Pfarrer, ein guter Mann, ist schon ganz aufgebracht. Und der Leubel will einfach keine Ruhe nicht geben. Sie haben ihn ja erlebt. Ich komme ja gar nicht mehr durch zu dem. Kein Anstand, kein Respekt vor Autorität. Bitte reden's mit den Leuten, bevor ja noch Schlimmeres passiert. Mag sich doch keiner vorstellen, sowas. Verstehe. Oh, ein Erfahrungspunkt. Der ist aber auch der alle Dreck am Stecken hier, ne? Ich vertraue niemandem. So. Hier, ich nehme noch ein paar Steine mit. Die können wir immer gebrauchen. Oh, hier die Kegelbahn. Das ist, es gibt eine Kegelbahn. Die haben prächtige Steine hier auf der Kegelbahn. Ich muss mal den Ort und den Mord untersuchen. Den Mordort. Das ist Hans Giergel. Der war auch dabei. Hallo, Hans Giergel. Ah, der Herr aus der Stadt. Hans Giergel heiß ich. Wer ich bin, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich immer irgendwo Knecht gewesen. Wer ich bin, weiß ich nicht. Vor kurzem war ich auf dem Schormeierhof. Ja. Aber jetzt genieße ich erst einmal meinen Feierabend. Gut. Obwohl, genießen kann man... Ja, eigentlich wollte ich kegeln. Aber Kegel habe ich halt auch kein. Ja. Aber da weil man sie unbedingt üben. Weißt, beim... Erzähl. Der Konflikt... Meinst du den Streit im Wirtshaus letztens? Ja. Geschmied, das brauchst du doch alles nicht so ernst zu nehmen. Manche hier spielen sie einfach recht gerne auf. Da ist einfach jemand gestorben, ne? Dass der Lenz jetzt tot ist, ist aber natürlich schon tragisch. Jetzt bist du aber auch verdächtig. Jetzt bist du mir sehr verdächtig. Das geht schon lange so mit den Streitereien. Immer hin und her. Ich finde das, was der Leubel sagt, gar nicht so... Und wenn sie dann die Alten einmischen und der Leubel anfängt, diesen Lasalle zu zitieren... Na. Das ist wirklich nicht. Und genau so ist er an dem Abend gewesen. Ich war mit. Also, kanntest du den Toten? Dann Lenz. Der Schormeierwurm. Ja, schon, klar. Und freilich, ich habe auf dem Hof eine Anstellung. Naja, wie ich hier nach Wolpertshofen gekommen bin, da haben die Schormeiers aber... Das sind ja, geldige das Leute. Manchmal neid aus. Ich möchte, dass das auch mal über mich gesagt wird. Zum Essen haben, dass kaum einmal pro Woche satt werden und die anderen das Essen einfach auf den Misthaufen schmeißen.
Ja, das ist echt nicht fair. Naja, du kannst es ja bestimmt vorstellen. Ich weiß jetzt nicht besonders viel über die Schwarmeiers. Der redet sehr viel. Na, also, der Müller kennt das gewiss. Also, der ist nicht Müller, der ist eigentlich Zimmer. Ah. Der hält sicher alles da. Und der kann zerschnitzen. Blöd nur, dass der beim letzten Schützenfest ein bisschen, ja, wie sagen. Und jetzt schnitzt man der gewiss kein. Okay, das heißt, das können wir machen, ne? Das darfst du da. Echt jetzt? Das mach ich. Stell dir das mal vor. Wenn ich jetzt da. Also, Schmidt, da war ja noch schon arg da. Eigentlich ist das schon ein feiner Kerl. Schon ein feiner Kerl. Und. Also. Jo. Okay, den haben wir auch. 2 Punkte. Hab ich jetzt hier schon wieder ein Level up oder was? Jawohl, dann nehmen wir mal. Ne, warte mal, irgendwo hier. Schaf sind -1. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Bauchgefühl, Empathie, ja, Strahlung, Wendigkeit, was bin ich das genau? Können wir das hier nochmal einblenden? Ach ja, das brauche ich ja nicht. Nee, lieber Sachen hier mit bla bla bla, irgendwie sowas. Wieso habe ich da jetzt -1-Effekt? Durch Buffs -1? Ich mach das jetzt. Dann sind wir wieder. Der Buff ist weg, das ist gut. So, was können wir uns bauen? Wir können uns jetzt Laterne angeblich immer noch nicht bauen, was ich für totalen Schwachsinn halte. So, hier ist Schmied, hier klaue ich wieder, klar. Ich würde nochmal zum Tatort und da mal anschauen, ob ich mit meinem Superblick kann diesen Konzentrationsblick machen. Ob ich da irgendwas rausfinde. Erstmal mache ich einfach alles auf. Ist mir völlig egal. Das ist echt unmöglich zu verlieren. Ich habe so scheiße Würfel wie gerade. Stark. Kiste öffnen. Ich klaue einfach alles. Oh, Alter. Hammer. Was ist das denn? Pupshaus? Nächstes Zitat. Hey, wer bist du? Hi, kennen wir uns? Oh, Apollonia. Hi, guten Tag. Was? Das war's schon? Mehr haben wir nicht? Grüß dich, Valentin. Was bringt die her? Sorry, keine Zeit. Tut mir leid, ich würde gerne mich mit dir unterhalten, aber es stellt sich raus, ich habe doch eigentlich gar keine Zeit. Komme ich hier wieder zum Anfang? Oh, nee. Was? Versuchen, das Tor aufzubrechen. Nee, das brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt zwangsläufig. Erstmal haben wir jetzt noch... Schorsch müssen wir befragen. Und wir müssen zum Müller gehen. Ah, wer bist du? Warte mal, du warst... Ach, du warst... Warst du das? Ja. So, kennen wir uns schon? Und wer bist du da hinten? Bist du da... Oh, no, du bist der Schwammalboy! Oh, oder? Bist du der Schwammalboy? Oh Gott. Wieso haben sie mich verraten? Die Wachen waren so gemein zu mir. Oh Gott, oh Gott. Ich entschuldige mich. Das wird schwierig. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Oh, jetzt. 7 oder höher. Ich werde seine Gunst nie wieder gewinnen können. Ich glaube Erna nicht. Sie verzeihen einfach nur irgendwas. Werter Herr Valentin. Herr Valentin, der Verräter. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Immer Herz ist so schwer.
Oh, es tut mir so leid, Burschel. Ich komm wieder mit Schwammerls und Stöckern. Was ist das hier für eine Börse? Hier, hey, Angelsmann. Da ist ein Stück Seife oder sowas. Ich wollte nicht kämpfen. Seife, tatsächlich Seife. Ja, dann Petri Heil. Was haben wir noch so? Oh, was ist das? Guck mal. Ich wollte gar nicht hier lang, aber jetzt kommen wir noch zurück. So, ich schaue mir um. Hier ist wieder der Kirchen. Hier sind wir wieder in der Kirchen. Kann ich nicht auch von da hinten die andere Seite? Da kann ich auch. Sprechen wir ein bisschen Weg. So, wir müssen hier was hier Severin und Schorsch. Die müssen wir jetzt mal finden. Aber ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, wer die sind. Du bist doch der Arzt. Schweighöfer Harald. Wir gehen mal zurück zur Mühle. Beziehungsweise. Warte. Kennen wir uns schon? Renate Oberlechner? Kennen wir uns? Grüß Gott. Na, so ein fescher junger Mo. Da was? Schau her. Ja, ja, so ist. Gar seltener Besuch. Das ist mir ja eine Freude. Ja. Ja, da schau her. Berichteschreiber. Das ist ja höchst. Können Sie mir behilflich sein? Nennen Sie mich doch bitte Renate, Herr Hallo, Valentin. Sonst schaufeln Sie mich ja gerade so an. Vor. Die schaufeln mich an. Wie kann ich helfen? Ja, bitte, Herr Valentin. Mir fehlt. Ja, tschüss. Ah, Renate, es tut mir leid. Mir fehlt eine Information, um dieses Gespräch fortzusetzen. So, wo ist jetzt der Typ, der mir hier meine Kegels baut? Hallo, 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 hallo. Achso, das ist der Markt. Ja, ich mag die auch. Ich mag die nicht. Ich mag die mag ich. Knecht Friedel. Grüß Gott. Friedel Güttinger. Grüß Friedel. Wie kann ich heute helfen? Oh, 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 was hast du da? Oh, 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 oh. Was ist das denn? Brillenpflegeset. Rätsel? Ach, da ist eine Laterne, die könnte ich jetzt kaufen. Rezept Seife, Taschenuhr, Wasser, Steinpilz. Verbessert die Wendigkeit. Ah, ein Bauplan. Schuhpflege. Ach so, okay. Habe ich sowas schon? Habe ich alles noch nicht, ne? Also ich kann so einen Schwammerlspieß auch braten, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ja, dann kaufe ich doch mal das. Kaufen. 70. Was bringt mir so ein Brillenpflegeset? Also das bringt mir die Wendigkeit wird verbessert. Was bringt mir eine Seife? Ich weiß, was bringt denn Seife? Warte, ich habe doch eine Seife. Kann ich ja direkt mal gucken, was mir ist. Wo ist die Seife? Da. Hilft unangenehme Gerüche loszuwerden. Aha. Brauche ich nicht. Ich möchte wissen, was mir das hier bringt. Ich brauche weitere Informationen zu diesem. Ich habe eh nur 59 Kupferstücke. Ich könnte irgendwas verkaufen, zum Beispiel so einen Hammer. Nein. Ah, jetzt habe ich das gekauft. Gut, dann könnte ich doch wahrscheinlich hier. Irgendwo, wo so ein Handwerksding ist, kann ich das kaufen. Kann ich das bauen. So, hier geht's zurück. Was ist denn mit den beiden hier? Krieg ich jetzt Ärger mit denen oder was? Muss man eigentlich zwischendurch mal speichern? Oh ja. Ach, es gibt ein Autosave. Und? Sind die jetzt noch mal sauer auf mich? Bertel? Ey, Bertel, mal gucken, was der jetzt sagt. Guten Tag. Okay, das interessiert überhaupt nicht. Mir tut dieser Junge so leid, ne? Also,
Was ist bisher der Eindruck, fragt ihr? Ich find's echt spaßig. Es ist natürlich sehr dialoglastig. Und man muss zumindest mal dem bayerischen Akzent nicht argwöhnisch gegenüberstehen, wenn man das spielen möchte. Aber es ist irgendwie lustig. Ich mag die Stimmung, ich mag das Gesülze. Irgendwie ist es, macht das Spaß. Komm ich hier rein? Ist verschlossen. Und ich mag, dass man so leveln kann. Ich mag halt dieses Würfelsystem auch ganz gerne. Hier wollte ich rein. Grüß Gott so. Ich muss da rein. Ich weiß nicht, wie lange das trägt oder ob ich das wirklich durchspielen möchte. Ey, ich muss da mal rein jetzt. Tach. Ja, toll. Wie soll ich denn jetzt die Leiche untersuchen, wenn ich da nicht mehr reinkommen darf? Öffnen Sie sofort die Tür, werter Herr. Ich muss an die Leiche ran. Ach, guck mal, das wäre die Tür vielleicht. Ja. Es ist kein leichtes, dort hineinzukommen. Was haben wir hier? Hier ist die Charlotte Rupp. Die sieht streng aus. Tschüss, Charlotte. Oh, aus Versehen zwei Zwiebeln geklaut. Hat hoffentlich keiner gesehen. War gar nicht meine Absicht. Ach, die Leiche wird bei dem Vater aufgebahrt. Ach, das ist gut zu wissen. Jetzt müssen wir zu dem Leubel Senior. So, was ist hinter der Schule? Ist da irgendwas? Dip, 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 dip. Wo wohnt der Leubel? Ah, guck mal hier. Tach. Ach so, ist der Zweite. Der Zweite. Ja klar, der. Meinst du die Rede von seinem Großvater, du Schnellspanner? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, der ist zur Kirche. Der meint's ernst mit der Monarchie. Der meint's ernst. Ja, wo, ich weiß nicht mehr, wo war. Oh, was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem gestützt? Oh je. Das ist, der Hans Kriegel ist wie Simon. So, hier können wir jetzt. Ach komm, ich hab doch das Rezept. Muss ich das lesen? Ah, erstmal lernen. Okay. Das heißt, das können wir jetzt. Guck mal hier. Bam. Leder, Schmieröl, Leinenstoff. Hammer. Bam, haben wir einfach mal eins gebaut. Und ein Ast. Haben wir uns auch mit. Habe ich das hier schon geknackt? Ja, das hatte ich schon geknackt. Ey, bist du der Typ, den ich hier suche? Nein, du stehst einfach nur rum und hast gar keine Motivation, mir zu helfen. Ich muss da rein. Was ist mit der Stiefel? Ach, der Stiefel doch schon seit geraumer Zeit hier durch die Gegend. Wo ist der Typ? Wo hat er gelebt? Ich weiß es nicht. Ich muss das ganze Dorf absuchen. Hier gibt's Schnaps. Was steht da drauf? Ach, das ist das Wirtshaus. Ja. Abgesperrt. Ja, Mist, war nicht nochmal irgendwas mit dir? Sollte ich auch nochmal was bereden? Basti, endlich mal jemand, der in Ruhe nachfragt. Ja, siehst du? Alle anderen blären jetzt eh bloß noch umeinander und schirm. Die sieben gescheiten Gockeln blasen sie da auf. Dann trinken sie Bier. Jetzt beklagt sie sich erstmal. Der arme Lenz. Der war jetzt auch kein Musterknabe. Aber das hat er nicht verdient. Der Lenz war der Sohn vom Schormeier. Ah, Schormeier. Also eigentlich Glas, Lorenz Glas. Was? Aber vom Schormeierhof. Der hat eine Schwester, Ursel? Ursel, also Ursel. Ah, okay, Schormeierhof, okay. Die hat den Alois geheiratet und du hast jetzt Pfüstner. Eine unangenehme Person. Es ist schon schlimm. Der Schormeierbauer, also der Vater, hat dann recht viel gesoffen, aber. Und es hat auch öfter mal einen Streik gegeben am Hof mit den Kindern, glaube ich. Da ist der Schormeier dann nochmal recht böse geworden und seither ist wieder in Ruhe. Mei, die Ursel hat doch nie geheiratet. Aber an sich haben die sich schon gut verstanden. Obwohl der Vater und der Sohn so von der Weltanschauung her nicht immer beieinander waren. Okay, Theorie ist, der Schorm, also der Mann von der Schwester des Opfers, hat ihn niedergeschlagen, um 100% des Erbes zu bekommen.
Ja, und das mit der Zenzi war ja auch erst letzting. Und als nächstes... Wer soll jetzt dem einen Hof weiterführen? Ja. Das war schon alles für den Lenz gewesen. Der Schormeier ist aber eigentlich eine gute Haut. Ich hab gesehen, wie nett er mit dem Stiefsohn von der... Aha. Und ich war noch gar nicht draußen bei ihm. Daten Sie am Schormeier und... Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Was? Ach so, ja, Sie kennen... Ja, Fralle, also das war ein Sonntag, da kommen... Ja, meistens sind's die zwei Gruppen, wenn man so sagt. Also zuerst muss ich Erna mal sagen, dass das Feier ordentliche Wirtschaft ist. Also ordentliche aber Wirtschaft? Aber gibt's ja da bei uns im Ort Leute, die ein bisschen traditioneller eingestellt sind. Und an dem Sonntag sind die Buben auch wieder zusammengesessen. Der Severin, der Hans Kiergel. Ah, der Herr Dr. Schweighöfer war auch dabei. War auch dabei. Der arme Lenz und natürlich immer vor dem Roder Corbinian, der junge Leute. Lehrer wie sein Vater. Sonst haben sie aber nichts. Und die diskutieren dann recht gern ihren spinnenden Schmarrn von Politik. Also der Herr Pfarrer Bayer, eigentlich hockt der Rupp auch immer bei denen. Das muss ich alles mir aufsaugen. Jedenfalls haben sie schon gescheit umeinander blärt an dem Sonntag. Ich hab das jetzt ja alles gar nicht so genau mitgekriegt. Ich meine, es war ja viel los da. Und der ist dann recht besser geworden und hat am Pfarrer gesagt, er soll bloß das Maul halten. Dann ist der Schorsch ziemlich laut geworden und hat am Schweighöfer droht. Und dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Vielleicht war dies sein Fehler. Und dann ist der Schorsch auf den Lenz los. Der hat am Schorsch eine mitgegeben und nur bevor ich was hätte, typischer Fall von. Also der Schormeier, der Alois und der Herr Pfarrer. Und der Herr Bürgermeister ist schon früher. Die schwätzt ja nur. Auf jetzt! Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Boah, bist du am Quatschen, ey. Über den Bayerle weiß ich jetzt gar nicht, was genau der da vorgemacht hat. Der sitzt oft irgendwo und über den Jungen... Die ist ja nur am Quatschen. Seine Arbeit macht er. Hast du nichts was zu tun? Darf ich... Ach, der Corbinian. Manchmal wundert man sich nicht, warum die Leute dann auch so gut werden, okay, gell? Geld, Geld. Auf jeden Fall haben sie ihn dann in den Stock geschickt zum... Da hat er auf jeden Fall die Leute von der Arbeiterbewegung kennengelernt und sie denen angeschlossen. Er hat ein paar Zettel mit Sprüch von diesem Land. Was ich echt ganz cool finde, ist, dass er so Geschichts... Ich meine, er ist kein schlechter Lehrer, nicht? ...Brocken mit, was darf ich Erna kurz da, Herr sind. So, was hast du jetzt, was ich kaufen will? Kleine Brotzeit? 41 Mark für eine kleine Brotzeit. Das ist mir zu viel Geld. Das ist ja fast alles, was ich hab. Hab ich doch gerade schon... Achso, das ist, mit der habe ich ja gerade alles beredet, ne? Schorsch! Ha! Hallo, Schorsch! So sieht man sich also wieder. Da jetzt, das Übliche halt. Ein bisschen was getrunken haben wir, geratscht haben wir, das Übliche halt. Mhm. Vielleicht hat es auch ein bisschen einen Streit gegeben. Das passiert schon mal. Man wird ja nur seine Meinung sagen dürfen. Der hat riesige Hände. Was willst denn du überhaupt? Magst du mir jetzt auf die Nerven gehen mit deiner blöden Fragerei? Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Okay. Geprügelt! So war es gewesen nicht. Wir haben halt was zum Klären gehabt. Das passiert schon mal, das gehört dazu. Mhm. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, das sagt man doch so. Da würde ich dir ein paar Fragen zu stellen wollen. Ja, aber jetzt gehst du mal auf den Senkel mit der blöden Fragerei. Bist du von der Presse oder was bist du überhaupt für eine? Ja, wurscht, jetzt lass mich einfach mal Ruhe. Okay, verstehe. Also den, da muss ich noch irgendwie an den rankommen. Hier, was war mit dir noch? Hast du noch irgendwas Neues? Wegen, wie das hier so läuft mit der Kathi und mir, Monas. Das erkläre ich in der Show. Kathi redet da nicht so gern drüber. Das hast du alles... Mal erzählt die Mama geschwind noch ein bisschen was. Du hast doch alles... Das hast du mir doch alles schon erzählt. Ja, dafür krieg ich nochmal Punkte? Wie oft kann ich das machen? Warte mal, erzähl mir die... Warte! Hallo, Peter! Kathi. Boah, das ist ein Cheat! Das ist ein Erfahrungspunkte-Cheat! Hey, erzähl mir doch noch mal die Geschichte! Ey, erzähl noch mal die Geschichte! Oh, was? Die ist ja richtig interessant! Hey, Ey, mit dir habe ich noch eine Rechnung offen, mein Freund, pass auf. Es geht jetzt um 20 Pfennig. Und ich will jetzt hier meine Knete wieder haben. Jawohl! Jawohl! No way! Okay, 9 oder höher, 9 oder höher. Go, 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 go! No! Why?
Nein, danke. Du bist ein alter... eines Tages verprügelt ich dich. Gut, was ist denn... Wer sind Sie? Okay, und du? Okay, ich stehe mal rum. Also, wir sind hier noch nicht fertig. Die sind alle hier nicht von Bedeutung, die Rothaarige auch nicht. Wir müssen jetzt... Hinweise für Schorsch finden. Wir müssen den Leichnam untersuchen und den Tatort. So, wo war nochmal der Tatort? War das nicht irgendwie auch... Was hatte der doch erzählt? Wo war der Tatort? Was ist mit dir hier, Trunkenbold? Ach, der redet ja nicht mit mir. Okay, ich muss... Wo wohnt dieser... Was ist hier? Oh, hab ich die schon ausgeraubt? Nee. Stark. Stark. Stark, schon gewonnen. Und ich loote wieder alles. Oh, noch eine Bürste. Ja, nehme ich. Und, was ist das? Ein Hammer auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das einfach alles verkaufen soll, um damit weiter Glücksspiele betreiben zu können. Oder ob ich das alles noch brauche, um tolle Sachen zu bauen. Kann ich die Äpfel sammeln? Nö. Oh, hier ist ein Teich. Kann ich rein. Was ist das für eine Hütte? Oh, kann ich nicht rein? Aber vorbildlich, dass der Teich abgesperrt ist. Damit da niemand betrunken ertrinken kann. Ich würde mir gern das Haus einmal anschauen, da hinten. Da brennt ja auch der Schornstein. Wer lebt hier? Und da ist eine Ruine. Okay, Gartentor. Oh. Öffnen. Scheint abgesperrt. Ach, hör doch auf. Ich will da rein. 100 Pro ist hier irgendwas Spannendes. Das müssen wir uns auch merken. Kann ich da durchlunsen? Eine ältere Dame beobachtet ganz vorsichtig durch ihre vergilbten Vorhänge, was vor ihrem Fenster passiert. Bestimmt macht sie das häufiger. Vielleicht hat sie etwas beobachtet. Entschuldigen Sie bitte. Na, mit fremden Leid, rede nicht. Gängers weg. Nee, ich geh nicht weg. Mein Name ist... Schleichti, ihr redet nicht mit Fremden. Oh, ich kann die einfach voll anschreien. Also, verzeihen Sie bitte vielmals die Störung. Keinesfalls möchte ich mich aufdrängen. Oh, die Christengeschichte ist bestimmt richtig gut. Oder wir bedrohen sie. Ich glaube, das Bedrohen... Also, je besser der Kreis ist, desto höher sind die Erfolgschancen, oder? Ich bedrohe sie. Sie kann sich nicht wehren, sie ist alt. Oh, shit. Oh, was? Ah, eine Brotzeit. Sehr gut. Jetzt, komm. Sehr gut. Das ja, hilft. Ja, ist schon recht, bevor sie da noch grantig werden. Mei, die junge Leute.
Ja, das ist pure Gewalt. Die Eule am Fenster vertraut. Die Eule am Fenster vertraut mir. Und jetzt? Das habe ich doch gerade schon gemacht. Okay, und jetzt will ich aber auch irgendwie mit der reden oder so. Hallo? Ah, geil, jetzt darf ich rein. Aha, jetzt sind wir hier. Ah, was, guck mal hier. Haus der Euden. Die heißt einfach wie die Eude. Hey, Eude. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Mein Name ist Schmidt und Sie sind die Eule. Bestimmt haben die Leute im Ort dir gesagt, ich bin die Fenstlerin, weil ich den ganzen Tag am Fenster hock. Mir ist das wurscht. Ich bin die Maurer Henriette. Die Maurer Henriette. Die Leute, die sagen hinter meinem Rücken, weil ich hätte so viel Zeit. Deswegen darf ich den ganzen Tag am Fenster hocken. Das finde ich so gemein und lästerlich. Das ist kein schönes Gefühl, das sage ich einer. Wenn man weiß, dass man jetzt stirbt. Also jeder stirbt, das ist ganz klar. Aber nicht jeder weiß, dass seine Tage zählt sind. Der ist schon ein guter Mo. Ja, mei, das mit seiner Haushälterin, der Frau Oberlechner. Jeder hat ein Laster. Das stimmt. Mir ist das wurscht. Das muss er mit dem Herrgott diskutieren. Die werden sich schon noch einig werden. Mhm. So. Den hat nicht jeder Ming. Nee. Da, am Schormeierhof, geht's manchmal auch drunter und drüber. Dieses Schormeiers, ich sag's euch. Der Lent, Gott hab ihm selig, der hat sich vor allem im Wirtshaus bei der Gschwendnerin gerne mal aufgeführt. Was genau da allweil passiert, weiß ich natürlich nicht. Gerade am Sonntag, da geht's allweil zu. Da habe ich nämlich nicht schlafen können, weil mir der Rücken so weh da hat. Der ist da vorne den Wald. Der Schorsch. Ein Lohrwarer. Ich glaube, der hat einen ziemlichen Rausch gehabt. Keine Ahnung, wo der um die Uhrzeit hin wollte. Ich bin da. Ja, so war's. Genau. Aber was da sonst noch los war, weiß ich wirklich nicht. Und jetzt bin ich armiert. Ich muss. Mach ich. Die was? Die Räuberbande, ja. Ihr. Ah, die Räuber im Wald. Ja, ja, das hab ich schon gehört. Mei, schön ist sowas nicht, gell? Aber ich mein, wo geht denn noch hin, was ich finden kann? Ich glaube, der Räuber, der heißt irgendwie aus. Ah! Pasquini. Pasquini. Ja. Die sind anscheinend vom Mammendorf oder so. Wow, die klauen einfach alles. Das ist ja super frech. Weil die alles. Sowas würde ich also nicht auf tun. Jeden Fall sind das keine guten Leute. Die Pasquini. Okay. Also nicht, dass ich nur irgendwas suchen gehe. Vielen Dank, ältere Frau. Darf ich Ihnen noch einige Dinge abnehmen, Frau Eude? Geben Sie mir doch. Ich helfe Ihnen bei der Ernte. Nein. Ich helfe Ihnen bei der Rettichernte, weil ich so ein freundlicher Mann bin. Hier sehen Sie Eude. Ich bringe Sie ins Haus und das Ei auch von Ihrem einzigen Huhn, okay? Ich bringe das da mal rein. Und die Bürste auch. Und den Rettich auch, ja? Den Rettich rette ich, okay? Nicht, dass hier, morgen kommt Gewitter und dann ist das schlecht für den Rettich, deswegen rette ich den. Tschüss, Eude. Okay, haben wir jetzt schon diese Information über Schorsch? Wohin war Schorsch nachts noch unterwegs? Schorsch will nicht mit mir reden. Aber... So. Ich gehe mal hier entlang. Ist das der Weg, den Schorsch gegangen ist? Oder ist Schorsch. Warte, wir gucken uns erstmal die Ruine an. Schorsch habe ich auf dem Kieker auf jeden Fall. Oh, da ist ein Stock. So, was hat denn hier einstmals gelebt? Und was hat dieses... Oh, Loot. Schloss knacken, gar kein Problem. 20. 13. Ich rieche Loot. Jawohl, ich habe mir schon sicher gewonnen. Nice.
Und was ist hier drin? Oh, wow. Also die haben schon reichhaltig abkassiert hier auf jeden Fall. Ach, Stockerl. Kann die da rein? Nett. Oh, doch. Was haben wir hier noch? Da komme ich nicht rein. Hoffentlich komme ich wieder raus. Manchmal sind die Sachen ja so verbuggt, ne? Oh Gott, ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Oh doch. Glück gehabt. Okay, dann. Da hinten ist noch ein Haus oder ist. Oh, Stock. Da war ein Stock. Stock auch. So, wir gehen mal jetzt den anderen Weg entlang. Also da war die. Die hat ihn noch gesehen, den Schorsch. Was hat sie jetzt gesagt? Ist sie diesen Weg hier hochgetaumelt oder. Ich versuche mal mein Glück. Hier ist ein Hochsitz. Hier geht es tief in den Wald hinein. Hier könnte natürlich der fiese Räuber lauern. Vielleicht muss ich mal ein bisschen näher so rumlunsen. Ist hier irgendwas auf dem Pfad zu entdecken gibt. Komm ich hier hin? Wo endet der Weg? Immer tiefer geht's in den dunklen Wald hinein. Was ist das? Ach, so ein kleiner Schrein. Oh, hier endet der Pfad. Das. Okay. Und dafür beginnt hier ein neuer. Wohin treibt es mich? Was ist da? Was ist das denn? Eine Mine? Oh, das ist das Räuberlager! Ich hab das Räuberlager entdeckt! Ja, mei! Oh, yes! Oh, den Gebrüdern werde ich jetzt hier mal die Messe lesen. Hammer! Dann ist doch noch einer. Wieso kann er den nicht entdecken? Ist das vielleicht dann einfach der Oberschurkenmann? Okay, also wir machen es folgendermaßen. Ich schleiche mich durch die Büsche, dann hole ich den weg und dann hole ich den anderen weg. Was? Oh, jetzt bewegt er sich. Das ist unangenehm. Also, geil. Ja, mei. Dann gehe ich hier runter. Durch die Büsche. Hilfe, Hilfe, Annegret. Ich stecke fest. So, im Blumenbeet. So. Mit meiner großartigen Tarnfähigkeit. So. Oh, jetzt schlawenzeln die hier mit ihren Augen rüber. Okay, den kann ich nicht anschlawenzeln. Ich scheiß mir ins Gesicht. Was hat er gerade gesagt? Hat er gerade gesagt, ich scheiß mir ins Gesicht? So, wenn sie sich jetzt mal umdrehen mögen. Nee, so, ja. So ist gut, danke. Oh no. Oh no. Nicht umdrehen, werter Herr. Oh ne, er will sich zum Umdrehen breit machen. Gott, dreh dich nicht um. Nicht jetzt umdrehen. Nicht jetzt umdrehen. Nicht jetzt. Jo. Uff, sagt er da. Ui, und tschüss, gute Nacht. Was? Stand da gerade? Der Watschenbaum ist umgefallen? Okay. Ich klaue einfach den. Wie lustig ist das, dass ich den Dieben alles klaue? Ich bin der bessere Dieb. Ich
klau einfach alles. Ich bin der reichste Mann im ganzen Dorf. Bettelarm angereist, jetzt schon mega reich. So, alles, was auf dem Tisch liegt, da kann ich auch noch mehr von nehmen. Was ist denn mit den ganzen... Das ist alles, mehr kann ich nicht nehmen. Dann suche ich jetzt mal die ganze Räuberhöhle ab nach Leckerlis. Ich muss mal ein Brezeln essen. So, Brezeln, ob Brezeln? Brezeln. Hey, da. Lass mal ein Brezeln. Können wir ja gucken, was ist hier noch Feines? Irgendwas von Bedeutung? Nee. Aber komm, ich kann doch hier noch mehr mopsen. Salz. Ach, das ist das Allerbeste, dass ich die Diebe ausrauben kann. Hier ist deren Strohlager. Was? Eine verschlossene Kiste. Sowas von wird das geknackt. Stark. Oh, was? Das ist das Beutegut. Die muss voll sein. Oh Gott. Aber wir haben schon gewonnen. Stark. So, Kiste öffnen. Jetzt erwarte ich Reichtümer. Bürste, Eisenradflasche, Fundorte. Ui, 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 eine Gurke und Schinken. Okay, eine Kiste, einen Zettel mit Fundorten. Lesen. Leute, ich weiß, dass ihr alle so dumm tut. Daher schrob ich euch auf, wo ihr Sachen finden tut. Es ist ganz einfach. Obst, Gemüse, Fleisch und so ein Zeug gibt es bei die Höfe und Felder. Guckt euch da um. Leder, Werkzeug und Metall holt ihr bei den Werkstätten. Und wenn ihr fressen und saufen wollt, dann klaut es von den Tischen oder aus den Vorräten, die überall im Dorf sind. Pilze stehen ja überall herum, aber gute Champignons findet man am besten in der Nähe von dem Moor. Da wohnt auch irgendwo diese Frau, die ihr neulich beobachtet habt, die mit dem Brunnen am Haus. Bei der hat sich Hubert neulich Kräuter aus dem Garten geklaut, als er nicht scheißen konnte. Scheinen zu wirken. Okay, also es steht einfach nur, was man sich alles, wo man alle Sachen findet. Okay. Im Prinzip wusste ich das alles schon, weil ich ja schon richtig viel geräubert habe. Oh, Schinken, Schinken! Mehr kann ich hier nicht mopsen, glaube ich. Immer ein bisschen. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Dann nehmen wir noch mal den anderen Ausgang. Hier hinaus. Mit der Gurke kannst du köstliche Brotzeit backeln. Ja, das ist gut zu wissen. Tiefer, immer tiefer in den Wald hinein. Hoffentlich gibt es hier keine Klapperschlangen. Ich verlaufe mich doch bestimmt. Was ist das? Oh, nur ein See. Ist das denn das Moor? Gibt es hier die fetten Pilze oder was? Das ist doch das Moor. Mir wurde gesagt, hier kann ich Schwammerl finden. Nicht wirklich. So, was haben wir hier? Das ist, ich hatte keine Ahnung, dass das ja so weitläufig ist. Was ist das denn? Eine große Brotzeit gemopst. Irgendjemandem, der hier Picknick machen wollte, einfach mal das Essen weggeklaut. Tja. Löwenzahn. Mohnblume. Okay, damit kann ich, glaube ich, richtig geilen Scheiß backen. Hier ist Feierabend. Hier geht's nicht weiter. Über den Baumstamm komme ich da rüber. Nee. Vielleicht wäre das doch verlockend, aber geht nicht. Hier. Gut, dann wieder zurück auf den Pfad. Und jetzt bin ich hier auf dem großen Weg. So, welche Richtung schlagen wir jetzt ein? Das ist Süden, das ist Westen. Tja. Da ist der Weg, das ist der dicke Weg, der führt zurück ins Dorf, oder? Hier links.
ohne geradeaus geht zurück ins Dorf und hier links. Kann ich mal wieder was klauen auf jeden Fall. Wolpertshofen. Schaumeierhof. Das ist doch vielversprechend. Warte mal, die Kiste. Ist die lootbar? Nee. Nee. Also wir wollten doch zum Schaumeierhof. Das war doch Ziel. Oder nicht? Ist das hier der Schaumeierhof? Wir werden sehen. Da steht ein werter Herr. Ach, guck mal hier, tatsächlich. Ah, endlich sind wir am Schaumeierhof angekommen. Gritzgotzel. Ja. Er wirkt erschöpft. Ja, ich verstehe. Servus. Was wollen's? Mein aufrichtiges Beileid. Ja, das ist, damit fangen wir natürlich an. Okay, pass auf. Wir haben, alles ist richtig gut. Wir haben voll viel genug. Es tut mir leid, dass ich Sie an diesem schwierigen Tag belästigen muss. Der Ort befindet sich in Aufruhr und ich versuche zu ermitteln und hoffe, hier hilfreiche Informationen zu finden. Das ist gewiss keine einfache Zeit für Sie. Bitte erlauben Sie mir auch, in meiner Funktion als Gesandter der königlichen Regierung zu kontrollieren. Physis, der ganze Ort ist in Aufruhr und ich muss mich wohl oder übel um diese Angelegenheit kümmern. Deshalb werde ich da jetzt reingehen und mich umsehen. In dieser Sache dulde ich keine Widerrede. Ja, das ist ja eigentlich kein Eis machen. Sein Sohn wurde gerade ermordet. Da muss ich ihm jetzt nicht so streng kommen. Ich glaube, so wie er aussieht, würde er das hier wahrscheinlich akzeptieren. Aber ich mache jetzt mal das. Ist schon gut. Ja. Ging es noch rein? Okay, ist völlig egal. Aber nichts anfassen. Weil alles hätte funktioniert. Das machen wir gleich. Dann, zack. Was sollen das für Fragen sein und warum sollte er eine Frage beantworten? Und wie kommen Sie überhaupt dazu, mir Fragen zum Stollen? So. Von mir aus. Aber Sie versprechen mir, dass Sie den Hundsgrippe finden. Ja, natürlich, das mache ich ja. Gehen Sie mir jetzt an dem Abend, wo das passiert ist. Bei der Karte im Wirtshaus. Ja. Da trifft er sich ja jeden Sonntag mit seinen Revoluzzerfreund. Verstehe. Ach mei, das ist alles halb so wild. Über Gott und die Welt schrien die immer. So. Der Leubel, unser Lehrer auf alle Fälle. Der war ja in der großen, weiten Welt draußen. Zum Studieren zum Inge. Der gute Dr. Schweighöfer. Ja, der hält sich immer für besonders gescheit. Der Hans Kirgel? Der ist da auch dabei. Und der Hans Kirgel, der war... Ich glaube, mit denen hat er mal... Desinteressiert und gereizt. Wegen am Hof? Na, was willst du denn da wissen? Viel kämen, viel gängen. Wir überall anders da. Die guten Päute natürlich gern. Außerdem haben wir einen Todesfall gehabt am Hof. Das mit der Zenzi. Deine Kuh oder was? Du redest über dein... Hat sie das Leben genommen. Oh. Wir haben es gefunden, der Lenz und ich. Oh. Die ist da hinten gehängt im Schupfen. Doch, kennte. Vor einem Balken an einem Strick. So eine arme Frau. So schlimm sowas. Also das ist jetzt schon die zweite dann, die an dem Hof jetzt ums Leben gekommen ist. Okay, was wissen Sie denn? Oh, das ist schwer. Ich muss mit Glück arbeiten. Das hat nicht gut angefangen. Au. Das wird schwer. Oh ja. 11 oder höher. Yes! Erfolg! Nice! Das hat so ein keiner können singen. Manchmal frage ich mich schon, ob das nicht anders gegangen wäre. Weiß nicht, was nachher mit ihr passiert ist. Okay, der Schweighöfer hat's ab. Ja, und da, der Finder ist. Der Hans-Kirgel, der Knecht. Der kommt seit kurzem auch nicht mehr. Aha. Oh, das wird wieder sehr, sehr schwer werden. Aber ich kann die Seife noch nutzen. Ach Gott. Oh, hat mit der Seife auch nichts gebracht, oder? Nee. Was mit dem Hans Kirgel ist, weiß ich nicht. So privat. Ja, was das jetzt, oder? Nee, die das. Die dreckerten Haderlumpen, die Saugreisligen. Wenn ich die da wisch, dann knöpfe ich die am nächsten Baum auf, das sag ich dir. Dass mir jetzt die Kinder verbieten müssen, im Wald zum Spulen zu gehen. Dass unsere Jäger sie vor jedem Also ich hab die jetzt schon. Da haben wir das erste Mal von denen gehört, von denen Pascolinis.
Im Wirtshaus bei der Kathi, wo er ja, richtig blass hat der ausgeschaut. Also das von ja, so richtig ernst genommen haben wir das aber immer noch nicht. Wir haben ja auch nicht genau gewusst, wo der die jetzt getroffen hat. Wow, Level up. Okay, Gespräch verlassen. Ja, wir haben einiges herausgefunden. Das ist gut. Wir können uns mal direkt mal wieder hier... Oh, was? Ich habe 4 Punkte schon. Wow. Okay, das ist hervorragend. Wir machen mal einfach alle hier da. Bam, 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 bam. Hammer. So, rein da. Ja, erstmal das. Verdreckt, seine Augen sind geschlossen. Kleidung durchsuchen. Oh, ein Zettel. Beim Auffalten des dünnen Papiers wird klar, dass es eine herausgerissene Buchseite ist. Sie ist verdreckt und nicht gut lesbar. Die Schrift ist relativ klein. Ein Sonnenstrahl fällt neben dem Toten durch das staubige Fenster. Das Licht reicht jedoch aus, um einige Worte auf dem Papier zu entziffern. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun? Er ist ein Lügner und der Vater eine Lüge. Was? Und der Vater? Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun? Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Okay, das ist eine relativ harte Anschuldigung. Leider sind nur Teile des Textes leserlich, aber die Seite scheint aus einer Bibel gerissen zu sein. Vielleicht weiß der Pfarrer, was es damit auf sich hat. Ja, gut. Beim Durchsuchen der Innentasche kommt ein Briefkuvert zum Vorschein. Es ist unbeschrieben. Auf der Lasche auf der Rückseite des Kuverts ist mittig ein schmales schwarzes Kreuz abgebildet. Zum Vorschein kommt ein kurzes Briefchen, säuberlich geschrieben mit blauer Tinte. Auch auf diesem Papier ist im Eck das gleiche schmale schwarze Kreuz zu erkennen. Wir hoffen, auch weiterhin auf Sie vertrauen zu können. Herzlichen Dank und vergelt's Gott. Okay, okay, okay. Alle Hinweise scheinen in Richtung Kirche zu deuten. Pfarrer Bayerle wird auf jeden Fall noch ein paar Fragen beantworten müssen. Richtig. In der niedrigen Stube steht die Luft. Durch die kleinen Fenster kommt nur wenig Licht ins Innere. Ja, ja, genau, das haben wir schon. Die Hände des Toten. Sie sind dreckig und verkrampft. Zwischen den starren Fingern seiner rechten Hand siehst du etwas aufblitzen. Der Tote hält etwas fest und klammert. Oh Gott, das muss jetzt aber klappen. Ja. Warte, Befall, das will ich jetzt nicht riskieren. Kleine Brotzeit. Damit sind wir sicher. Oh, das zum Glück haben wir die Brotzeit noch genascht. So. Mit etwas Feingefühl lässt sich die verkrampfte Muskulatur lockern und die Hand vorsichtig ein wenig öffnen. Der Tote hält einen Knopf in der Hand. Das sieht nach einem Jackenknopf aus. Könnte es dem Täter gehört haben, jemand muss einen Knopf an der Jacke fehlen. Ah, das ist sehr, sehr gut. Vielleicht kann dir der Dorfarzt Herr Schweighöfer etwas über die Todesursache berichten. Du solltest ihn bald aufsuchen. Okay. Okay, wir haben wieder weitere Informationen. So langsam kommen wir voran hier, muss ich ja mal sagen. Jetzt rauben wir noch ein bisschen den armen alten Mann aus. Weil wir gehen nicht mit leeren Händen, ist doch klar. Was ist das für eine dicke Zwiebel hier? Ist das ein Ball? Was bringt mir eigentlich eine Puppe? Was bringt eine Puppe? Kann ich noch irgendwas verwenden? Keine Ahnung, wir bauen mal einfach eine. Und klauen noch ein bisschen Schleifpapier, kann man immer sehr gut gebrauchen. Was ist das denn? Hier sind überall Spinnweben, ist das Knoblauch? Ja. Was? Ist das ein totes Schwein? Was ist denn das? Das ist wie aus einem Horrorfilm, die Mörderspinnen oder so. Das ist ja fürchterlich, was ist das für ein grauseliger Ort? Das finde ich sehr unbehaglich hier. Da möchte ich sofort entschwinden. Ja, dann gehen wir wieder, ne? Hier ist noch eine. Was ist das? Oh, hier.
So ein Wilsenkraut ist immer gut zu haben. Und hier ist auch noch irgendwas Leckeres. Zwiebeln. Oh, können wir hier alles abernten? Ne, die sind noch nicht erntereif. Schade. Ich dachte, wir können das ganze Beet ernten. Und dann einfach alles verkaufen. An die Wirtin oder so. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Jetzt können wir, glaube ich, mit Schorsch sprechen. Mit dem Pfarrer müssen wir sprechen. Mit dem Arzt müssen wir sprechen. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, warte mal. Das war der. Also, ganz schön weit weggelegen, dieser Ort, dieser Hof. Zum Glück haben wir den gefunden. Ist eigentlich sowas wie eine Karte. So, also. Mühlekirche, Schule, Wirtshaus, Haus des Bürgermeisters Kegelmann. Kann ich hier auch irgendwie eine Markierung setzen oder sowas? Okay, das ist da. So, wir gehen jetzt den Weg entlang. Wir wollen zum... Zur Kirche müssen wir und wir müssen zum... wo ist der Arzt? Entschuldigen Sie bitte. Wo ist der Arzt? Das gibt's doch nicht. Der Arzt ist einfach nicht. Wollen wir das hier wieder rausziehen? Ich will das wegmachen. Zerstan, vielen lieben Dank. Und Manro. Simit, auch dir herzlichen Dank. Nee, SimIT, ne? Weißt du das? Ey, was ist das hier? Haus der Eugen Kegelbahn, Haus des Bürgermeisters Wirtshaus, Schule. Wieso ist der Arzt nicht eingezeichnet? Das empfinde ich als riesengroße Frechheit. Mühle ist da, Kirche ist da, Wirtshaus, das ist ja alles Haus der Eugen. Na gut, dann gehen wir mal Richtung Kirche, die müssen wir auch nochmal befragen. Der Isarblume. Hallo Kühe. Oder, achso, wir sind nicht jetzt ein Blutgier. Kein Stein wird liegen gelassen. Aber ich kann mich selbst auf der Karte nicht sehen. Ne? Das ist echt ein bisschen blöd. Da ist das Moor. Und wo ist Severin? Wer ist nochmal Severin? Severin, Severin. Verstehe es nicht. Sigwifi, danke fürs Cheeren. Severin. Hier, achso, das war der Pfad. Den sind wir gekommen. Mal kurz. Ist das dieser Pfad hier? Und das ist der lange Weg, kann das sein? Vielleicht egal dann, ne? Müsste eigentlich sein. Müsste das. Gehen wir mal den kleinen Pfad entlang. Ich hoffe, ich habe das richtig gedeutet. Rome, herzlichen Dank. Hier, guck mal. Da sind wir doch wieder im Dorf, da wohnt nämlich die Eule. Da wäre der andere Pfad wieder rausgekommen. Das ist eigentlich total egal, welchen man nimmt. So, am Haus der Euden vorbei und wieder zurück ins Dorf. Was ist das da hinten eigentlich für ein Haus? Warte, hier ist die... ich überlege gerade, haben wir... Das ist die... Da sind wir reingekommen. Hier ist die andere Brücke. Das ist das Haus der Euden.
Also wir könnten diesen langen Weg bis zum Fluss runtergehen, ne? Waren wir da ganz hinten schon? Hermelin! Vielen Dank, Hermelin. Da hinten ist ein Wegweiser. Den lesen wir uns mal durch. Achso, da gibt es Wolfertshofen. Und der Pfistnerhof, okay. Das ist der Pfistnerhof, sehr interessant. Den gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Was brüllt der? Kann man hier ein bisschen Ernte... Was? Woher kommt die Stimme? Kann mich irgendjemand hören? Ist der auf dem Pupshaus? Hallo? Ah, warum? Hallo? Haben Sie gedient, mein Junge? Jawohl. Ich sehe schon. Sie verstehen meine Sprache. Hören Sie mich an. Sie müssen einen Auftrag erfüllen. Ich, Johann Ulrich Logemann, muss umgehend diesen Ort verlassen. Allerdings liegt hier eine Misere im Raum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kommen Sie mal näher ran. Nein! Oh, warum? Oh. Woher kommen Sie? München. Bei Gott, welch Segen. Dann bin ich zum Glück nicht der Einzige hier, der kein Bayer ist. Ah. Im Monolog des Mannes steigt beiläufig eine Schmeißfliege in der Kabine auf und fliegt aus dem herzförmigen Loch auf mein Gesicht zu. Das finde ich nicht schön. Ich schlage die tot. Einfach. Ich schlage die tot. Das gefällt ihm dann. Oh. Ja, ich... Oh Gott. Ich... Ist der Effekt hält doch länger an, oder? So. Ah, cool. Stark. Erfolg. Wow. Das ist richtig... Verdammte Axt! Hören Sie! Ich war befehlshabender Kommandant! Ich bin ein Mann der Ehre! Ein Mann der Stärke! Und ein Mann der Führung! Junge Männer starben unter meiner Leitung! In Hoffnung, mit Mut und unerschütterlicher Willenskraft! Und jetzt schauen Sie mich an! Wie soll ich so am letzten Tag vor Gott treten und Zeugnis belegen? So, wie ich jetzt bin, bin ich eine Schande! Selbst die eigene Mutter würde vor jemandem wie mir den Stolz verlieren! Ich kacke ihn natürlich an. Ich habe meine eigene Scheiße am Schuh! Für etwaige Spirenzien ist keine Zeit. Ich muss zügig auf Vordermann kommen. Es steht einiges auf dem Spiel. Ich habe einen dringlichen Termin. Ich kann und werde so nicht in der Öffentlichkeit stehen. Welcher Idiot hat überhaupt die Scheiße ausgebaut? Ich fasse es nicht. Ich werde zum Gespött der Welt, wenn das hier jemals ans Tageslicht gelangt. Okay, das ist lustig. Ich werde natürlich hier dabei bleiben. Gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir schon gewonnen. Ein Mann der Tat. Ich erkenne sowas sofort. Gut, hier, nehmen Sie. Oh, was? Geld. Wir sind hier in einer Situation des Nehmens und 100. Des Gebens. 100 Sie Mark. Nehmen jetzt folgende Zettel und dann geben Sie mir, was verlangt wird. Beschaffen Sie mir ein Schuhpflegeset. Aber in Premium-Qualität. Hab ich das schon. Der Schuh muss später aussehen wie geleckt. Wenn Sie das erledigen, dann werde ich Ihnen hilfreiche Unterstützung gewähren. Glauben Sie mir, ein Johann Ulrich Logemann weiß, wie die Dinge laufen. Und nun los, hier ist der Auftrag. Und dann noch was gegen Ihren Gestank. Aber warte mal, ich hab doch schon so ein herrliches Schuhpflegeset, oder nicht? Oder hab ich das verbraucht? Hab ich das verbraucht? Ich hab keins mehr, ich hab's verbraucht. Da ist es doch, ein einfaches Schuhpflegeset. Oder gibt's noch ein verbessertes? Nee, ich hab's doch jetzt. Hallo, haben Sie das Premium-Schuhpflegeset? Premium.
Dann suchen Sie weiter! Okay. Okay, ist das hier, was hat er gesagt? Kiste? Irgendeine Kiste? Erstmal unterhalte ich mich mit Ihnen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Das einfache Volk arbeitet auf dem Feld und will nicht mit mir reden, weil ich ein Schnösel aus der Stadt bin. Hallo, Holdemeid. Nee, auch keine Zeit. Gut, machen Sie weiter. Sie ernähren das Königreich Bayern. Gute Arbeit. So, wir gucken jetzt erstmal auf dem Pfistnerhof. Guten Tag, Ursel. Grüß Gott, mein Name ist Valentin Schmidt, ich komme im Auftrag. Ursula Pfistner, grüß Gott. Gibt's Tag. Sonst noch was? Was? Der ist am Hof, wo soll er sonst sein? Weiß ich doch nicht, seien Sie nicht so schnippisch, sonst nehme ich Sie fest. Gibt's sonst noch... Sie stehen jetzt im Buch der frechen Leute. Und ich klaue Ihnen eine Rübe. Nee, das geht nicht. So. Erstmal beklaue ich euch. Werkbank. Gibt's vielleicht ein Rezept? Auch für so ein Premium Schuhpflegeset? Kann ich nichts von nehmen. So. Das muss er sein, oder? Holzhacken ist eine edle Tätigkeit. Das macht nicht das niedere Personal. Wusste ich's doch. Herr Pfistner, so sieht man sich also endlich. Mein Name ist Valentin Schmidt. Ein Stotterer also. Was wollen Sie? Haben Sie mich Stotterer? Wollen die ohne Herren sich das Land unter den Nagel reißen? Oder bist du auch so ein Brezensalzer wie der alte Fettsack, der herumgeschlägt ist und dumme Fragen gestellt hat? Okay, ich glaube, ich muss mal hart mit dem ins Gericht gehen. Oha, amor klarer Worte. Ach, hör doch auf, ernsthaft? Ach, Alois. Mir fehlen die nötigen Informationen. Hier muss ich mal ein bisschen was draufpacken. Wenn dich... Füßes, Schmüses. Komm, alles mal im Einklang leveln. Ja gut, hier fehlen mir noch Informationen. Das heißt, wir können hier direkt wieder weg. Aber nicht ohne einmal in die Scheune geschaut zu haben. Und dem reichen Bauernvolk hier ein paar Dinge entwendet zu haben. Die brauchen hier auch alle nicht mehr, die Sachen. Ach, wer bist denn du? Guten Tag. Was? Was? Wer bist du? Hast du gesehen, wie ich geklaut hab? Der Dicke hat gesehen, wie ich geklaut hab. Kommen Sie her, bitte! Er hat mich beobachtet beim Klauen. Also, ach, hier, guck mal. Da kriege ich das Ding her. Okay, jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem Werktisch. Haha. Ach, zum Glück loote ich immer alles. Das ist ja fantastisch. Jetzt wollen wir dem alten Hauptmann mal helfen aus der Patsche. Kommen Sie bitte hier einmal her jetzt! Kommen Sie bitte hier einmal her jetzt! Hier! So! Ich habe, was Sie suchen. Herr Logemann! Haben Sie das Premium-Schuhpflegeset? Ja! Der Herr soll Sie ihn danken! Geben Sie mal her! Oh, ich krieg noch mehr Geld. Ich will aber noch mehr Geld. Egal. Oh. Sehr gut. Komm. Yes. Sie sind ein verdammt niederträchtiger Hundesohn. Aber gut, Sie lassen mir keine andere Wahl. Hier, für Sie.
Gib mir einfach das Geld. Und jetzt her damit! So, dann wollen wir mal sehen! Im Inneren der kleinen Holzhütte beginnt es zu rumpeln. Vereinzelt knarzt altes Leder und auch der ein oder andere Furz findet seinen Weg in dein Ohr. Eine Bürste raschelt auf Leder im Untergrund, der Geruchspegel steigt. Sagen Sie, haben Sie auch schon mal davon geträumt, einen Menschen zu töten? Was? Ich sag mir einfach ja. Ja! Neulich, als ich diesen Ort erreicht habe, da hat mich bei der Kuhweider Mordseingang so ein ekelhafter Typ gefangen. Sah aus wie eine Mischung aus typischen Bayer und Schlachtfeld. Fresse wie Noxe, dünn und mit Glatze. Seltsamer Mann. Der hat mich in diese Lage gebracht. Würden Sie mir den Brief geben? Als Gegenleistung biete ich Ihnen etwas ganz Besonderes. Meindl heißt der Bastard also. Interessant. Hier, das ist für Sie. Was gut, denn? Und nun zurück zur Sache. Er hat gesagt, dass er im Auftrag eine Kuh entführen soll. Allerdings hat das wohl nicht geklappt. Zumindest hat er eine sehr unschöne Wunde im Gesicht. Sah aus wie ein Huf. Naja, man kennt es. Der Klügere gewinnt. Auf jeden Fall war er so frustriert, dass er mir meine Brotzeit geklaut hat. Dann ist er abgehauen, Richtung Westen. Muss wohl ein Räuber gewesen sein. So ein bayerischer Nichtsnutz. Ey, ich hab die Brotzeit doch gefunden. Schweigen Sie! Ich hatte einen solchen Hunger, dass ich mich der Wirtshausküche annehmen musste. Es war bereits nachmittags. Also habe ich mir ein paar Weißwürste genehmigt. Naja, und was dann geschah, erleben wir hier ja gerade gemeinsam. Ich hab noch nie einen Menschen so sehr gehasst. Mein Darm fühlt sich an wie 20 Jahre Krieg. Alles, was ich will, ist, dass dieser Hund mal eine Lektion lernt. Und zudem möchte ich meine Brotzeit wieder. Nochmal so ein Fraß und auf meinem Grabstein wird nichts stehen, da ich mich in diesem Lokus hier selbst beisetze. Die Hälfte meines Körpers ist gefühlt schon Teil Wolpertshofens. Holen Sie mir bitte meine Brotzeit aus dem Räuberlager. Die muss da irgendwo sein. Und wenn Sie da einen dieser ekelhaften Kreaturen begegnen, dann scheuen Sie sich nicht, ihm im Namen von Johann Ulrich Logemann das Gesicht umzukrempeln. Ich hab hier haben Sie alles, was Sie brauchen, um eine Brotzeit zu finden. Und scheuen Sie sich nicht vor Gewalt. Tun Sie alles und nun ab die Post. Sie fordern ganz schön viel für so eine kleine Na gut, aber dann beantworten Sie mir eine Frage. Oh. Was ist die schlimmste und erniedrigendste bayerische Beleidigung, die Sie kennen? Präpotente Watschenfresse. Ja, natürlich, Saupreis. Das ist gut! Ja, okay. Das ist gut! Okay, nehmen Sie das hier! Und hier noch etwas! Geschenk des Hauses! Okay, habe ich die Brotzeit noch? Also, warte mal. Erst ein beruhigender Tee. Aha, nehmen wir. Große Brotzeit. Okay, was kann die Puppe? Ich weiß es nicht. Gar nichts. Ich habe zwei Stück. Ich weiß nicht warum. So, habe ich diese Brotzeit noch? Oder habe ich die schon gegessen? Oder? Ich kann ja eine neue bauen, aber ich habe ja auch eine eingesammelt. Okay, dann gehen wir nochmal eben zurück zum Bautisch. Und dann baue ich dem mal eine schöne Brotzeit. Schmier ich dem mal eine Brotzeit hier auf den Hobeltisch. Oh, wir haben alles, weil ich immer alles aufsammle. Ich bin richtig begeistert. Ach, warte mal. Ich könnte noch was anderes machen. Das hier. Mache ich einfach mal. Beruhigender Tee. Oh, Kamille habe ich angeblich nicht. Das finde ich. Was bringt mir das? Oh, jetzt fehlt mir ein Leinenstoff.
Mist. So. Jetzt bringe ich ihm mal, was er verlangte. Komm her! Ich muss mit ihnen reden! Ich habe, was sie wünschen. Mit jeder Minute weniger! Aber ja, dann rücken sie es endlich raus! Ich fühle schon meine Rippen! Bei Gott! Die Brutzeit passt nicht durch das Guckloch! Es wird immer erniedrigender! Was sollen wir nur tun? Das ist meine Lieblingsquest. Meine Ehre liegt eh schon auf dem Grund des Donnerbalkens. Ich werde nur diese Tür öffnen und dann geben sie mir, was ich begehre. Wenn sie mir nicht helfen, dann werde ich rauskommen und mir die Brotzeit holen. Ich zähle runter, dann geht es los. 3, 2, 1. Das ist super. Los. Mit einem kraftvollen Schwung öffnet sich die kleine Holztür. Eine unmenschliche Geruchswolke umhüllt wellenartig die Situation. Mit aufgerissenen Augen und runtergezogener Hose starrt der Mann dich an. Die Hände sind erwartungsvoll ausgestreckt. Die Brotzeit überreichen. Die Brotzeit in der linken Hand haltend reißt der Mann die Tür schnell wieder zu. Es ertönt ein auffällig falsch klingendes Geräusch. Oh Gott. Gottverdammte Scheiße! Jetzt hat sich der Türriegel auch noch verklemmt! Lieber Gott, wenn du mich gerade prüfen willst, dann flehe ich dich an! Erschlage mich einfach mit deinem Blitz! Sieh, nach allem, was wir hier gemeinsam erleben mussten, bitte ich Sie kniend um einen letzten Gefallen. Öffnen Sie bitte nur noch diese Tür. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich werde nicht mehr. Wenn Sie nichts unternehmen, dann wird Johann Ulrich Logemann, Kommandant einiger der größten Schlachten unserer Zeit, in einem Scheißhaus sterben, erniedrigt, verdreckt, komplett entehrt. Und zu allem Übel auch noch in Bayern. Er sagt entehrt, aber da steht entleert. Das passt ja beides. Hier, nehmen Sie ruhig. Sie kriegen auch einen Bauplan für ein feinmechanisches Werkzeug. Damit sollte es gelingen, dieses Grauen zu beenden. Für die Versorgung der Truppen, Sie hohle Birne! Denken Sie, dass auf einem Kriegsschlachtfeld Marktstände aufgebaut werden? Jedermann ist auf sich selbst gestellt und muss im Angesicht des umgebenden Todes in der Lage sein, durch Improvisation sein eigenes Leben aufrechtzuerhalten. Die sind für die Generäle! Helfen Sie mir nun! Gut, dann haben Sie jetzt alles, was ich bei mir hatte. Was Sie damit anstellen, das bleibt Ihnen überlassen. Aber bringen Sie das Werkzeug! Und jetzt beeilen Sie sich! Irgendwas ist hier undicht! Okay, also, er will irgendein Werkzeug haben. Haben wir doch schon, oder? Ist mir schon bekannt. Wow, das war sehr teuer. Das brauchen wir, ne? Feinmechanik-Set wollte er haben. Mal gucken, ob wir das bauen können. Ich habe so viel gelootet, das wäre ja sehr erstaunlich, wenn ich da nicht genügend Ingredienzien für hätte. Das schaffen wir schon. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Oh, stark. Oh, ist das herrlich, wenn man einfach alles klaut. Ich könnte fast 2 davon bauen, oder? Warte mal, lass mich mal eben kurz gucken, was das kann. Verbessert das Geschick immens. Oh, ich baue mir einfach noch ein 2. Die kann ich dann ja einsetzen. Hab alles, was ich brauche. Das andere hätte ich mir auch noch bauen können. Hallo! Hallo! Gott, der Typ braucht einen Spin-off. Auf jeden Fall. Waren Sie bei unserer letzten Begegnung nicht anwesend? Sie sollten schon wissen, wie es mir geht. Beschissen! Von Kopf bis Fuß! Das frage ich mich auch! Und jetzt... Die Gattung des Schmetterlings bestimmen. Das machen wir. Oh, ernsthaft!
Schnaufsen. Warum ist es so still? Ah, ein Admiral! Kommandant Logemann zu Diensten! Wie lautet die Befehle? Okay, das ist lustig. Ein Schmetterling? Was reden Sie? Sagen Sie mir Ihren Namen! Schmidt, wurden Sie vergiftet? Haben Sie Fliegenpilze konsumiert? Ja, das ist richtig! Augenscheinlich decken Sie nicht! Und dann öffnen Sie die Tür! Okay, der ist super. Oh nein, und er pupst die ganze Zeit. Sehr gut. Sie haben es geschafft! Schmidt! Sie haben es wirklich geschafft! Sie haben es wirklich geschafft! Schmidt, ich danke Ihnen! Ich weiß nicht, was ich von Ihnen halten soll, aber ich danke Ihnen! Johann Ulrich Logemann steht nun tief in Ihrer Schuld, anstatt tief in seiner eigenen... Ach, egal! Oh Gott. Er hat mir irgendwas in die Hand gedrückt. Wow! Der Preuß auf dem Scheißhaus. Okay, also das ist natürlich so konsequent, wenn das in Bayern spielt, dass die Preußen hier richtig einen abkriegen. Das. Ah, kleine Brotzeit, das haben wir schon gemacht. Bibelvers, haben wir den eigentlich schon gelesen? Ja. Okay, wow. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt gucke ich noch einmal wegen Essen. Und dann gehen wir mal weiter. Wir müssen ja immer noch mit dem Arzt sprechen. Wir müssen mit Severin sprechen, mit dem Pfarrer sprechen. So, große Brotzeit kann ich mir nicht leisten. Ich könnte mir aber eine kleine leisten. Bier kann ich ja gleich wieder klauen beim Wirtshaus. Achso, da fehlt mir das. Kleine Brotzeit. Können wir uns mal zubereiten. So, okay. Tschüss, Ursel. Da geht's Richtung. Ja, da gehen wir mal lang. Weitere Fragen werden gestellt. Ey, je länger ich das spiele, desto lustiger wird's. Es war eine gute Idee, das weiterzuspielen. So, hi! Hey, hi! Ach, warte mal, mit der habe ich doch schon. Die ist doch so knarzig, ne? Ja. Die hat überhaupt gar kein Interesse an Gesprächen. So, lass mich mal gucken jetzt. Da ist die Kirche. Kann ich mit dem Pfarrer sprechen? Und hier, wer warst du nochmal? Renate, mit der habe ich schon geschnackt. Da müssen wir gleich mal hoch, auf jeden Fall. Und mit dem Arzt wollten wir noch reden. Hi! Guten Tag! Jo, sehr gut. Die beiden Sachen wollten wir noch klären. Also eigentlich darf ich das ja nicht. Sie wissen ja, die ärztliche Schweigepflicht. Hat der Schurmeier das abgesegnet? Das funktioniert auch. Da haben sie recht. Das Opfer hatte eine Wunde am Hinterkopf. Einwirkung mit einem stumpfen Gegenstand. Ich kann aber noch nicht sicher sagen, ob er daran gestorben ist. Könnte auch der Sturz gewesen sein. Oh, Information fehlt, okay. Und das noch? Das war tragisch. Aber leider heutzutage nicht mehr so selten. Die Leute geht's immer schlechter und keiner kümmert sie. Früher haben die Leute noch beieinander gestanden. Heute steht jeder für sich allein. Wenn du meinst? Dem stehen wir als Mediziner machtlos gegenüber. Da bräuchte man eine neue Wissenschaft, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigt. Okay. Das haben wir auch gemacht. Dann gehen wir nochmal zum Pfarrer.
Hat der etwa hier, entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, haben Sie etwa, der ist doch katholisch, der darf doch gar keine Beziehung haben. Herr Pfarrer. Guck mal hier, ha 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 ha. Einen Bibelvers? Aha, ich möchte doch schwer annehmen, dass ich dir damit behilflich sein kann, lieber Valentin. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierde wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Ja? Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Siehst du? Das ist Johannes 8 aus dem Evangelium nach Johannes. Da war Johannes erst 8? Den Abschnitt kenne ich, ja. Ich habe ihn schon unzählige Male gelesen, lieber Valentin. Aber diese spezielle Seite kommt mir nicht bekannt vor. Diese Seite kann wirklich auf fast jeder Bibel gerissen sein. Eine Schande, die göttlichen Schriften so zu behandeln. Kaum zu fassen. Wahrlich eine Schande. Herzlichen Dank. Wow. Da. Natürlich kenne ich diese Kuvert. Kann ich fragen, wo du dieses gefunden hast? Aha. Dieses Kuvert wurde beim Lenz gefunden? Ja. Ein solches Kuvert wirst du vermutlich in jedem Haus in diesem Ort finden. Und auch andererorts. Jetzt auf einmal. Die Kuvert bekommt jede Pfarrei in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Für Korrespondenz. Aha. Ich gebe meine Mitteilungen an die Gemeindemitglieder auch immer wieder schriftlich heraus. Die erhalten sie dann in einem solchen Kuvert. Aber ich versiegele die Briefe nur in seltenen Fällen, damit die Leute es noch einmal verwenden können. Vieles ist hier knapp, lieber Valentin. Das ist nicht die große Stadt. Folglich hat ein jeder hier diese Kuverts und kann sie auch zu eigenen Zwecken benutzen. Freilich hat auch der Lenz schon Briefe von mir bekommen. Nur, glaube ich, nicht in letzter Zeit. Interessant, ja, okay. Interessant, interessant. Frau Jetzt wird's interessant. Ja, die Renate. Eine Renate. Gute Seele und, das kann ich nicht genug betonen, eine hervorragende Haushaltshilfe. Da wurde doch geschnackt. Die ist schon eine ganze Zeit bei mir. 12, 13, also schon mehr als 10 Jahre auf jeden Fall. Die arme Renate hat es auch nicht immer leicht gehabt. Weißt du, der Herrgott hat Renates Mann leider schon vor einiger Zeit zu sich geholt. Da blieb sie ganz alleine mit dem Bub zurück. Inzwischen ist der natürlich auch kein Bub mehr, der Maxl. Der Maxl. Und so kam die Frau Oberlechner dann zu mir. Okay. In der Gemeinde muss man schließlich füreinander da sein. Das ist richtig. Die Renate brauchte eine Anstellung und ich brauchte Hilfe. Und so ein Haushalt ist wahrhaft keine Aufgabe für unsereins, nicht wahr, lieber Valentin? Weiter. Der Bub, der Maxl, ist dann auch bald in die Stadt gegangen. Wir haben schon viel erlebt, die Frau Oberlechner und ich. Da lernt man sich im Laufe der Jahre auch persönlich besser kennen, wenn man so viel Zeit miteinander, also menschlich. Du weißt gewiss, wie ich das meine. Aha. Rede! Oh, ich habe nichts zum Konsumieren. Oh, das würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich will doch diesem Geheimnis so gern auf die Schliche kommen. Oh, ja, 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 weiter so. Weiter so. Nein! Oh, jetzt nicht. Oh, jetzt 50-50. Bitte, bitte, bitte. Höher als nicht 10 oder 10. Ah! Warum? Was möchtest du mir denn hier unterstellen? Die Renate, also die Frau Oberlechner und ich? Ja, um Himmels Willen. Der Herrgott hat für so etwas kein Verständnis. Ich bin ein Mann Gottes. Ich kann mir schon vorstellen, wie du auf so einen Schmarrn kommst. Und trotzdem, oder gerade deshalb. Aha. Mister. Okay. Ah, ich komm nochmal auf dich zurück, mein Freund. Oh, was, ich, oh Mist, 4 Punkte. Wenn ich die vorher ausgegeben hätte, wäre besser gewesen. Hallo? So. Oh, ba, 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 ba. Das können wir nicht machen. Und den Tatort, ich würde gerne. Ich habe vergessen, wo. Was ist das denn? Oh. Kann man sich die alle angucken? Nee. Nicht alle, nur einige Ausgewählte. Wie ist es hier?
Wer mag hier ruhen? Mark Ruhn vielleicht. Ne, Walter Pfistner. Aber Mark Ruhn wäre auch lustig gewesen, oder? Wenn der jetzt in der Name Mark Ruhn gewesen wäre. Kann man hier vielleicht irgendwelche... Johannes Wolpert? Der ist aber schon lange nicht mehr bei uns. Steht hier irgendwann mal was Interessantes, wo man sagt, oh krass. Ah, hier. Okay, das ist, merken wir uns mal. Hier ist ein Grab von einem Typ. Das wird sicherlich dann interessant sein. Wir haben das quasi schon gefunden. Irgendwann wird uns die Quest hierher führen. Da darf ich immer noch nicht rein, oder? Frechheit. Hi. Und ich kann auch nochmal mit Renate reden. So, was wollten wir? Wir wollten zum Wirtshaus und mit Changel sprechen, ne? So, wir, Wirtshaus. Zack. Wirtshaus ist da. Wir sind hier. Also Hauptausgang und rechts können wir auch machen. So, Hauptausgang und rechts können wir zum Wirtshaus. Und wir, ey, du und ich hier, ne? Wir reden nochmal über die Schnackselei hier, von wegen, ne? Warte mal, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Vielleicht kann man hier an dem Grab was schnackseln, mit dem Augschnacksel machen. Welches war das? Das war das hier, ne? Ah! Das hier war's. Ach, ich muss Brezeln essen. Wo bist du? Brezel. Oh, ach, ich drück mal Escape. Aber okay, hier können wir leider nichts machen. Entschuldigen Sie, Herr Oberleitner, ich komme direkt nochmal irgendwann wieder. Der Preußer hat auch eine verdächtige Person gesehen. Ja, da war was. Hier, ey, Renate ist noch da. Ich frage nochmal kurz Renate, ob sie nochmal was preisgeben möchte. Hi. Grüß Gott. Ja, bitte, Herr Valentin. Aha, aha. Aber selbstverständlich, Herr Valentin. Ah, auch über Sie und den Herrn Pfarrer weiß sie zu berichten. Ach so. Ich probiere mal das, das hatten wir eigentlich noch gar nicht so wirklich. Kant Mamorna. Geh, Herr Valentin. Ich weiß, worauf Sie hinaus möchten. Ich kenne den Dorftrat schon auch. Aber der Herr Pfarrer und ich? Also, der Herr Bayerle und ich? Und ich, ja? Also, entschuldigen Sie bitte, Sie kennen ihn schließlich nicht. Aber. Aber? Mei, die Leute ratschen heute gern. Wissen Sie, normalerweise passiert hier nicht so viel und dann spinnt man sie halt was zusammen. Renate, bleib bei der Wahrheit. Ist wirklich nichts drum. Renate, das, du musst jetzt. Manche Leute sind einfach ein bisschen engstirnig. Renate, können Sie ihm nicht vorstellen, dass der Herr Bayerle und ich ein freundschaftliches und respektvolles Verhältnis zueinander haben, aber sonst auch nichts. Ich ärgere mich da auch gar nicht. Was bringt's denn? Manchmal wird der Herr Pfarrer da schon ein bisschen wütend, aber ich hab nur anderes zum Tor. Eigentlich müsste die ja langsam wieder weiter, Herr Valentin. Renate? Ja, bitte, Herr Valentin? Ich glaube Ihnen nicht. Sie verschweigen mir doch was. Komm doch mal wieder, das ist doch das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen. So, jetzt gehen wir zum Wirtshaus. Die Renate. Ich glaube, die verschweigelt mir was. Sollte ich mit denen hier nochmal sprechen? War hier nochmal irgendwas Interessantes? Tach. Los, rede, Herr Leubel. Angespannt, ah, ja, ja, du magst nicht, dass ich der Wahrheit auf den Zahn fühle. Ah, der war das. Sehr gut. Kegel, das könnt ihr schon machen, aber Sie sehen ja, was da los ist. Jetzt habe ich kurz Zeit. Wir müssen uns verteidigen. Hm.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, das haben wir geschafft. Ja, da haben sie auch wieder recht. Das werde ich schon machen. Jetzt kommen sie einfach ein bisschen später wieder zurück. Ach, die Kegel. Okay. Okay. Gut, die Kegel sind noch nicht fertig. Ich kann mich hier hinsetzen und warten. Und dann sind die... Oh, warte mal, da liegt Blut. Da. Ah, ja, okay, das hole ich mir. Dann haben wir das auch einen Auftrag gegeben. Und können wieder eine Quest abschließen. Und kriegen hoffentlich fantastische Belohnungen. Und das klaue ich mir hier. Keiner guckt. Und eine Dose erhalten. Und einen Stock. Und eine Schnur. Was mit ihm hier nochmal? Guten Tag. Kennen wir beide uns schon? Ach, das ist der Hanskriegel. Ah, ja. Hallo, Hanskriegel. Achso, die Information fehlt noch. Zu dir komme ich auch nochmal wieder. Ich kann leider hier noch nicht deine Kegel da, weil die sind noch nicht fertig. Aber ich komme gleich wieder mit den Kegeln. Doch zuvor nehme ich diesen Stein. Und diese anderen Sachen. Gewiss gibt es hier... Ja, guck mal hier. Warte mal, was ist denn hier mit dem... Wieso kann ich das nicht nehmen? Da ist doch eindeutig eine Rolle. Das ist nur Dekoration, das gefällt mir nicht. Guck mal, das ist eindeutig so eine... Leder und alles, das darf ich nicht nehmen. Das ist echt so schade. So, wir wollten allerdings... Du willst... Ja, du willst nicht mit mir reden. So, wir wollten jetzt zum Wirtshaus. Und uns nicht ablenken lassen. Wir wollten mit diesem komischen Schorsch sprechen. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Hörst du? Oh, interessant. So, jetzt kann ich hier hoffentlich wieder ein bisschen Bier klauen. Ne. Doch. Das refresht sich nach einer Zeit. Jawolski, so, der will mir wieder mein Geld klauen, das meine ich nochmal. Wobei, je mehr ich level, desto besser werde ich da. Ja. So, wer bist du hier? Schorsch, komm, wir quatschen mal miteinander. Wir haben uns mal was zu erzählen. Hallo, Schorsch. So. Mein Name oder was? Wow. Was willst du mit dem blöden Knopf? Knopf. Sehr gut, volle 20. Hammer. Nicht gut. Aber jetzt haben wir es geschafft. Los, sprich die Wahrheit! Ist ja gut. Aber meinen Janker habe ich ja nicht dabei. War so warm vorher, den Knopf kannst du wegen mir abhalten. Was? Aha. Kann es sein, dass du in der Nacht noch am Tatort gesehen wurdest? Kannst du mir das erklären? Na, da werde ich schon was zum Tor gehabt haben. Das ist ja nicht verboten. Oder ist so mein Handerlaufer jetzt auch schon verboten, hä? Ist das etwa? Yes. Oh, ich bin sehr scharfsinnig. Oh, das gefällt mir nicht. Da werde ich mal schnell wolltest du vielleicht ein Wasser trinken. Oh, das ist mir zu gefährlich. Ich trinke zwei Wasser. Und Weihwasser. Oh. Ja, das riskiere ich nicht. Stark. So. Ja, freilich kann ich das, aber warum soll er die? Ich wüsste jetzt nicht, was dir das überhaupt so geht hat. Ja, stimmt das nicht. Na, jetzt kannst du deine Fragerei aber sein lassen und dich aufs Wesentliche konzentrieren. Oder du schaust besser, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Ja, das Bier, das kannst du aber auch stehen lassen. Der ist mir sehr unsympathisch. Schorsch hat... Ah ja, hier. Was? Wo? Wer meinst du das jetzt? Oh, okay. Also, es gibt Zeugen, die dich nachts noch am Tatort gesehen haben. Kannst du das erklären? Informationen nutzen? Deine Jacke kannst du mir auch nicht zeigen. Dabei vermute ich, den Täter fehlt ein Knopf an der Jacke. Das ist... Scharfsinn, was kommt denn jetzt zu uns? Schwitzen, Schorsch. Und Physis? Ja, das ist doch super. Scharfsinn.
Ich weiß nicht, ob... Also die beiden habe ich ja eigentlich schon gesehen, benutzt. Ich mache jetzt mal... Die sind Gespräche da im Hintergrund aus. Hast du es nicht gehört? Wow. Meinst du vielleicht? Die, ich glaube. Okay, die können wir dann. Ich sehe schon, wir müssen das voll kriegen. Dann können wir die beiden doch nutzen. Und das machen wir dann später. Machen wir erstmal das. Weil jetzt auch nicht. Das hat doch nichts zum Heißen. Klar. Oh, nicht abstürzen. Was ist das? Dieses Gespräch, hört ihr das? Er weiß selber nicht so genau. So, jetzt muss ich ihn hier noch so ein bisschen hier einschüchtern. Ah, wir können noch mal so eine... Nicht zu gehen. Alter. Ja, muss ich jetzt essen. Nichts riskieren hier. Gut, haben wir geschafft. Wow, reicht immer noch nicht, oder was? Du kannst mir überhaupt nichts. Dat daran, du lässt mir jetzt mal rühren, schleißt die Druck in den Start. Was? Nein, Alter. Oh, Mist. Okay. Ich kann ihn hier nur noch beleidigen. Das wird wahrscheinlich gar nichts bringen. Mist, mir fehlt eine Information. Was ist denn das für ein blöder Spruch? Ja, okay, das war echt dumm. Oh, geil! Als erstes hast du gesagt, ich hätte mich geschlägert und das war ich gar nicht mehr und dass ich dann am Tatort gewesen sein soll, dass der Lenz liegt da, der Schlamm, das ist alles so furchtbar. Jetzt redet, ich hätte das andere gar nicht drücken. Ich weiß nur mehr, dass ich dahergekommen bin. War ja Sonntag, da treffen sie alle in der Wirtschaft, was nachher war, ich weiß einfach nicht mehr. Ich versuche mich zu erinnern, aber da ist einfach nichts. Nein, mein Janker finde ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der ist. Bei der Katze ist er nicht liegen geblieben. Ich weiß einfach nichts mehr. Gar nichts. Bitte, Valentin, sag mir, was du weißt. Was habe ich gemacht? Habe ich wirklich einen Lenz erschlagen? Okay, nehmen wir mal das. Nein, Valentin. Bin ich froh, dass du das jetzt sagst. Ich mach mir wirklich Sorgen. Valentin, du bist doch so ein Gescheiter. Kannst mir du bitte helfen, rauszufinden, was ich in der Nacht gemacht hab? Ich muss wissen, was da passiert ist. Schorsch, keine Sorge, das finden wir heraus. Mein super, Valentin, das machen wir. Ja, freilich. Den Janker müssen wir auch finden. Und, wie machen wir das? Ja, Schritt für Schritt. Ah, hier, das ist ja gar kein Problem. Scharfsinn ohne Ende. Oh no! Oh! Oh, krass. Haben wir richtig viel bezahlt. Du meinst, wenn wir beide genauso voll sind, wie ich an dem Abend war, dann fällt's mir schon wieder ein? Das ist nicht ein Plan. Das ist ein bisschen dumm. Das sag mal, wenn's losgehen kann. Für sowas bin ich allweit zum haben. Okay, hoch die Gläser. Valentin, das ist alles für einen guten Zweck. Sauf einer in den blöden Schädel. Dumm. Dann hat er zu ihm gesagt, du schackst nicht so blöd. Verstehst? Schackst so blöd, weil er ihm doch das eine Auge mit der Mistgabe. Verstehst? Ein Prosit auf unseren König Ludwig II. Lang lebe der Kini. Prost, Valentin. Anstoßen. Ich hab gekriegt gegen die Saubreißen der Kugel abgekriegt. Bloß ein Strafstoß, halb so gut. Mit einer verfluchten Zündennadel war da. Die haben gleich dreimal zurückgeschossen, wo wir noch am Nachlang gewinnen haben. Verreckte Saubreißen, das sagst du. So schnell! Das ist eine Geschwindigkeit, Valentin. Das ist doch keiner gewohnt. Ich sag dir, das ist alles unnatürlich. Ob der Herrgott das will,
dass Menschen mit so einer Eisenbahn fahren? Ich glaub's ja nicht. Prost! Das ist schon was anderes, so ein Krieg. Das wünscht man auch seinem ärgsten Feind nicht. Das ist nichts Menschliches, ne? Da muss man das Menschsein ablegen. Und das sage ich dir, Valentin. Das Menschsein, das kriegst du nicht mehr zurück. Der Aufschluss ist jetzt ungern, hey, aber... Ich hab gewissen was zum Trinken mitgenommen in der Nacht. Die Flaschen müssen umeinander liegen irgendwo. Die müssen wir finden. Ha? Das hat tatsächlich funktioniert. Okay. Was? Er hat dabei eine Spur aus leeren Flaschen hinterlassen. Wenn ich dir Spur folge, kann ich vielleicht herausfinden, was er getan hat. Okay, Spur aus leeren Flaschen. Erstmal nehme ich das Bier mit, dann kann ich mir wieder was von bauen. Sehe ich die mit meinem super smart Auge? Nee. Warte. Ich sehe nichts. Ah, der muss ja. Hallo? Ich sehe nicht die Spur. Keine Spur von der Spur. Aber ich habe es gerade irgendwie falsch gemacht. Rechts oder links? Ist ja nett. Ich muss gleich noch ein Brezeln essen. Okay. Ich glaub nicht, dass ich hier richtig bin. Also da oben sehe ich ja diesen grünen Balken. Da wird er wahrscheinlich, je mehr ich finde, desto mehr geht er zurück, oder was? Kann ich was bauen? Ah, ich habe genug dabei für eine große Bahn. Ah, das ist ja doch herrlich. So, das machen wir mal eben schnell. Hey, ich sehe nix. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich check das nicht. Er muss ja dann gleich sagen, eigentlich muss er nochmal sagen, hier, schau dich nochmal um. Das hier ist der Hauptweg. Ich glaube, ich habe was gesehen. Da hinten ist noch mehr. Leute, ich darf hier offiziell... Ich darf hier offiziell sein. Was, seid ihr doof? Entschuldigen Sie bitte. Wieso... Darf ich nachts nicht unterwegs sein, oder was ist hier los? Das ist Ausgangssperre, ja? Ich hau ab. Ich lauf schnell weg. Hab ich diesen Wächter noch? So. Oh. Siehst du? Schloss knacken. Das machen wir mal. Können wir auch betrunken. Sieht gut aus. Nehmen wir alles, ne? Okay. Komm hier durch. Jo, das ist so, gut. So.
Der Nachtwächter, da muss. Oh, was ist das? Ach, nur ein Stein. Ich verstehe das nicht. Stöcke. Ach, ich brauche keine Stöcke mehr. So viel von den Stöcken. Da kann ich doch, glaube ich, eh nur diese Puppen mitbauen, ne? So, okay, also warte. Jetzt bin ich da lang. Jetzt, keine Ahnung, können wir nochmal hier lang? Hier bin ich aber auch schon mal lang gelaufen. Es geht aber noch hinter dem Haus auch noch weiter. Ich check's nicht, ehrlich gesagt. Die müssen ja auf dem Boden liegen, die Dinger. Hier geht's raus, ne? Da! Es ist doch, weil die alte, die Glotzoma hat das ja auch gesehen. Deswegen könnte es schon sein, dass das Richtung Glotzoma ist. Ist das hier der Tatort? Den wollte ich doch nochmal untersuchen. Das wollte ich doch eh noch machen. Wo sind meine Brezeln? Essen. So, hier. Da, was ist das? Das wollte ich eh für meine Quest noch machen. Also, Flasche haben wir jedenfalls. Da ist die nächste, sehr gut, okay. Lass mich mal kurz überlegen, wir sind dann quasi vom Wirtshaus rechts runtergelaufen Richtung Glotzoma. Was, bin ich zu weit weg? Hallo? Das ist weird, okay. Also ich habe keine Laterne, das ist natürlich fürchterlich, ja. Ah, okay, ich muss rechts machen. Brezeln. Oh, bis zum Moor geht's. Guck mal, da ist überall Brezeln dran. Oh Gott, das ist betrunken. Er hat keine so gute Idee. Da ist der noch hochgetorkelt, oder was? Oh Gott. Meinen Sie nicht... Wow. Oh. Soll ich hier hinunter zwackeln? Ja. Boah. Torkeln. Wo führt es mich hin? Ah, hier sollte ich mich umschauen. Da habe ich doch was hinterm Schuppen da gesehen. Noch was? Also hier ist erstmal was. Rätseln, ja. Was ist hier noch? Die haben wir. Hallo? Der Sensor oder was? Ist hier nichts? Warum? Mein detektivisches Gespür müsste doch Sachen finden. Brezel, 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 Brezel. Da. Zum Glück haben wir so viele Brezeln. So, was ist jetzt hier los? Ist doch nicht. Ey. Ach, okay. Ich hätte es einfach in dem Fall die Flasche einfach. Untersuchen das mit E.
Wir sind so ultra stark, das ist gut. Gut. Oh, das gefällt mir nicht. Wir machen mal auf Nummer sicher. Oh Gott. Zum Glück sind wir auf Nummer sicher gegangen. Sehr gut. Es ist wirklich nicht einfach, sich in dieser Dunkelheit zurechtzufinden, Walter. Aber was haben wir denn hier? Ein paar Flaschen Rotwein, die sehen gar nicht schlecht aus. Anscheinend hat Schorsch hier ein kleines verstecktes Weinlager angelegt. Scharfsinn. Oh Gott. Ja. Ja, das ist gut. Wir haben gewonnen. Und hier ist ein Flaschenabdruck. Da hat sich kaum Staub gesammelt bisher. Hier hat offensichtlich erst vor kurzem jemand eine Flasche rausgenommen. Ist George etwa wegen der Weinflaschen hier gewesen? Ah, haha. Achso, ey. Okay. So, das ist gut. Müssen wir jetzt zu George zurück, wenn wir auch irgendwie uns irgendwo schlafen legen. Ach was, es geht noch weiter. Oder was? Oder wie? Was? Da hat's gebündelt. Was ist das? Was haben wir denn hier? Ach, Blumen. Blumen? Okay. Jetzt kriegen wir auch langsam Übelkeit. Ach, hör auf. Gut, geschafft. Hier wachsen etliche bunte Blumen. Erst vor kurzem müssen einige davon rausgerissen worden sein. War das etwa Schorsch, der alte Lümmel? Was? Wir können ja erstmal auch ein bisschen upgraden, ne? Scharfsinn, Wendigkeit, Geschick. Okay. So, da unten geht's weiter. Finden wir das auf? Oh, okay. Oh krass, Alter, was? Zwei. Was? Hä? Das ist ja unmöglich. Wie soll das denn gehen? Das ist ja einfach eine Frechheit. Das heißt, bin ja dazu verdammt. Das ist ja unmöglich, das zu schaffen. Also, es ist möglich, aber. Wow, shit, ey. Oh Mann, ja. Na. Oh. Okay. Das ist natürlich mega dumm. Ich kann aber auch einfach auf die andere Seite kommen. Fragt sich nur von wo. Schade, dass mir nicht angezeigt, wo wir uns befinden. Ist das diese Brücke? Muss ich hier einmal so komplett außen rum? Könnte das sein? Oder wieder zurück und über diese Stämme da? Also ich komme da auch irgendwie anders hin. Stimmt. Oder ich muss da einfach wirklich... Ich kann doch einfach von der anderen Seite kommen. Kann ich denn hier irgendwie das Fast Travel machen? Oh, was ist denn hier los? Ach was. Was ist denn das für ein... Ja mal, das funktioniert doch eigentlich ganz gut. Ich glaube, da ist doch auch zu, oder? Komm ich da rüber?
hier völlig, völlig unnötigerweise so viel Geld aus, also so viel Essen ausgegeben. Ich muss mal wieder Eier klauen. Ach, die Leiter, der ist irgendwo hochge... Ach, der wollte schnackseln. Der ist irgendwo hochgeschnackselt. Ach, was. Unglaublich. Der Schorsch ist hier hochgeklettert. Na, mit wem hat er denn da was? Okay. Dann merken wir uns mal diese Leiter hier. Diese Leiter ist hier, oder? In diesem Innenhof, ne? Warte. Da ist das Wasser. Ist hier das Wirtshaus? Ja, voll gut. Was? Hier, ich will hier wohnen. Rausch ausschlafen. Wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Ist doch klar. Das muss reichen, um den Rausch auszuschlafen. Guten Morgen. Ich nehme ja mal ein bisschen hier Konterbier. So. Und wieder zurück. So, warte, wie war ich jetzt gelaufen? Hier lang, oder? Ach so, hier kann ich Eier mopsen. Ist sie noch nicht wieder aufgefüllt. Das ist natürlich total blöd. Okay, warte, warte hier. Nee, das ist die falsche Leiter, das weiß ich nicht. Schon da öffnen? Achso, das ist die Tür. Okay, jetzt habe ich natürlich prompt wieder in verlaufen. Warte, 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 warte. Das war doch, warte, hier ist das Wirtshaus. Das war doch hier die... Ist mir einfach, wie schlecht ich bin ich eigentlich. So, hier war das Wasser. Das gibt's doch gar nicht. Ich finde die Leiter nicht mehr. So, hier sind wir. Warte, hier bin ich rübergeschnalzt. Hier und dann links. Doch, das muss doch hier sein. Oder bin ich hier. Das bin ich hier rein. Und dann da ist sie doch. So. Wer wohnt denn hier? Was? Achso, ich muss hier die Leute fragen. Ich dachte, ich muss da hochklettern. Entschuldigen Sie, ich bin's. Ihr habt eine Frage. Aber erst klaue ich euch alles. Völlig unnötigerweise. Obwohl mein ganzes Essen verschwende bei dieser Pforte da. Muss ich mich erstmal wieder neu auftauchen. Och, was ist das? Verband? So, ey, wer wohnt denn jetzt hier? Hallo? Da, was mit euch? Einer von euch ist doch hier am Rummachen mit dem Typ. Du doch, du bestimmt. Christi Valentin, was bringt die her? Ja, du weißt genau. Du weißt genau. Wenn du es nicht wusst, warum tust du es nachher halt? Du bist der Storderer, oder? Der hier überall umeinander rennt und Fragen stellt. Komm, gib zu jetzt, raus mit der Sprache. Ein Schorsch? Keiner. Wer immer einer das gesagt hat, hat leider komisch schon verzeiht.
Ach, du weißt gar nicht, wer das ist, oder was? Na, das kann ich mir vorstellen, dass der Lücken hat. Wahrscheinlich erinnert er sich an gar nichts mehr. Aha. Na, das ist mal leider nicht vergummt. Aha, interessant. Was das für eine Beziehung ist? Keine besonders anständige, da die sagen. Ja, wenigstens ist sie ehrlich. Schon ja. Die bleiben ja allein, helfen mir aber auch nichts. Sag einmal, woher weißt denn du das eigentlich? Jeder im Dorf weiß da das. Da weiß ja einer Bescheid. So heimlich seid ihr auch nicht, ne? Ja gut, also der Schorsch ist schon in derer Nacht noch gekommen. Also, er war bei mir. Kämmer ist in derer Nacht keiner, wenn Sie verstehen. Da hast schon recht, besser als nix. Aber in derer Nacht ist mir schon vergangen, muss ich ehrlich sagen. Von so manchem habt ihr Männer einfach keine Ahnung. Ist ja egal, schauen wir einmal, ob's trotzdem geht. Genau das hat der Schorsch auch gesagt. Bestimmt fragst dich jetzt, was das überhaupt ist mit dem Schorsch. Ja, das würde ich gerne wissen. Wer das angefangen hat, war der so romantisch. Ja, das hört irgendwann auf. Der Schorsch, ja. Am Anfang ist das immer so. Er hat gesagt, er darf mich schon heiraten, wenn er Skate dafür beieinander hat. Ja, ja. Alles nur leere Worte. Leere Worte. Nur Lug und Betrug. Wäre ein Nutten behandelt der mich. Oh, das ist aber nicht nett. Stell dir das einmal vor. Ja, das ist unvorstellbar. Also, am Anfang war das alles ganz anders. Da hat er sich Mühe gegeben. Da waren wir einmal spazieren, im Wald, unten am Fluss. Da waren wir so verliebt, da haben wir es nicht einmal mehr heimgeschafft. Du weißt schon. Und einmal sind wir sogar miteinander in die Stadt gefahren. Da hat er was erledigen müssen, der Schorsch, und da hat er mich mitgenommen. Da haben wir was erlebt. Und in letzter Zeit, das wärst nicht glauben, kommt der nur mehr auf die Nacht vorbei. Aber in letzter Zeit kommt er eigentlich nur noch auf die Nacht vorbei, wenn er recht besoffen ist. Dann steht er mitten also in der Nacht vor der Tür. Ich muss sagen, Schorsch macht keinen guten Eindruck. Schon, aber anders. Ich war schon recht bes mit ihm, weil er jetzt immer so ist mit mir. Also hab ich mal gesagt, den lasst nimmer. Und hat einen rechten Zirkus aufgeführt da unten. Steinderl an mein Fenster gewohnt. Die ganze Nachbarschaft hat er aufgeweckt, der besoffene Teufel. Dann hab ich das Fenster aufgemacht und na war Ruhe. Erst einmal. Wie ich schon wieder im Bett lieg, höre ich ein Graschel, schau ich wieder aus dem Fenster, steht da der Schorsch. Offener Lorte. Blärmi hat er im Mund gehabt. Hält sie mit Mühe und Not an derer Lorte fest. Alles wackelt. Ich hab ihm schon hinüberfallen sehen. Also hab ich ihm einer Käufer. Die oglutschten Blärmi hat er mir in die Hand gedruckt mit so einem psuffenen Grinsen in der Lätsch. Ich hab ihm gesagt, er kann nicht bleiben, er muss heimgehen und wollte ihn zu dir rausschieben. Sagt er hat nur was dabei und zieht der Flaschen Wein hinten aus seiner Hosen raus. Die Blärme und den Wein habe ich auf meinen Tisch gestellt und gesagt, ich glaube, es reicht bei ihm vielleicht schon mit dem Wein und er sollte jetzt gehen. Dann habe ich ihm die aufgehalten. Dreht er sie um und geht zum Fenster zurück. Frage ich ihm, was er da tut. Sagt er, ich wollte doch, dass er geht. Sag ich, ja, geh, nicht fliegen. Sagt er geht nur so, wie er gekommen ist und hängt schon Fuß beim Fenster aus. Nachher habe ich ihn beim Janker gepackt und habe gesagt, er sollte nicht blöd sein. Da bricht er sich aus Knack, so psuffen, wie er ist. Komm wieder rein, habe ich gesagt. Da haben wir es doch. Also ist er wieder rein. Und irgendwann war mir auch die Diskussion, ob jetzt Fenster oder dir, ehrlich gesagt, blöd. Ich war amüsiert. Und seid ihr eingeslurpt, oder was? Ich habe ihm gesagt, er sollte sich hinlegen und eine Ruhe geben. Er konnte schon da schlafen. Aber morgens, der hätte eine Ruhe geben, unser Casanova. Die ganze Zeit mit den keuden Händen unter mein Nachthemd rein und ein Schmarrn gerät hat er und ich wollte eigentlich nur schlafen. Aber mei, was soll ich sagen? Ich bin eben auch nur ein Mensch. Jeder hat Bedürfnisse. Du gewiss auch. Wenn man da schon einen Mo im Bett hat und der einem so Sachen sagt, mei, manchmal brisiert's halt. Nachher lass ich mich schon dazu hinreißen, mit dem psuffener Deppen, verstehst? Und dann geht nix. Gar nix. Das ist eine unangenehme Erfahrung. Verstehst? Ich glaube, das war ihm nachher auch ein bisschen unangenehm. Ich sollte kurz warten, hat er gesagt. Und dann ist die Nacht eh schon rum gewesen und draußen hat er das Geschrei wegen am Lenzo gefangen. Nachher habe ich ihn rausgeschmissen und seine Leben gewünscht. Sie haben mir sehr geholfen. Na, die hat er da gelassen, der depperte Hund. Die gebe ich da gleich mit. Aber sag doch du zu mir. Valentin, kann ich dir nur was fragen? Wegen am Schorsch. Ja. Also, was ich eigentlich fragen wollte. Du hast den Schorsch ja schon kennengelernt jetzt. Kannst du vielleicht rausfinden, was der denkt von mir? Ob der mich schon gern hat oder ob ihm das alles nur einbeult? Das war super, Valentin.
Okay, also meine Einschätzung ist... Okay, jetzt muss ich das auch noch rausfinden, ob die, also die schäkern da rum seit 2 Jahren und alles im Wald und überall. Und jetzt soll ich rausfinden, ob er sie mag? Was ist da eigentlich los mit den Leuten? Das ist so komisch. So. Aber ich finde, wir haben jetzt was rausgefunden. Das ist sehr, sehr gut. Und an der Stelle machen wir für heute mal Feierabend. So, das war dieses lustige Spielchen, das wir dann doch länger gespielt haben, als ich gedacht habe. Das macht echt Spaß. Tatsächlich. Und check it out. Es gibt es auf Steam. Und ich sage euch nochmal den genauen Namen. Der lautet nämlich A Bavarian Tale Totgeschwiegen. Ganz lustig, oder? Eigentlich müssen wir das tatsächlich nochmal zu Ende spielen. Irgendwie. Das ist mein Gefühl. Ich finde, vielleicht bringen wir das irgendwie morgen oder so dann doch nochmal diesen Mordfall irgendwie an ein Ende. Das wäre doch irgendwie ganz schön, oder? Was meint ihr? Morgen? Wollen wir es morgen machen? Ja, Mai. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und auf Wiedersehen.